Querdenken nicht erklären, das heißt schon ein paar Mal gewesen. Wir versuchen bei diesen Veranstaltungen die Gesprächskultur zu fördern und vor allem auch Lust am Austausch und am Gespräch zu schaffen, auch am kritischen Gespräch, auch am Streitgespräch eventuell, und haben heute einen Gast, der immer wieder mal sich in die öffentliche Debatte einmischt, vor allem wenn es um die Landwirtschaftspolitik geht, und der eigentlich auch keine Angst hat, seine Meinung zu bekunden, wobei immer wieder der Eindruck von Südtiroler Landwirtschaft der ist, dass es ein sehr monolithisch organisiertes gesellschaftliches Phänomen ist, wo verhältnismäßig wenig Platz für Individualisten ist, also um das einmal ein bisschen freundschaftlich zu formulieren, aber auf das werden wir im Laufe des Abends kommen. Zuerst möchte man gerne mal den Sigmund Tripp kennenlernen und mal wissen, was er für einen Weg gemacht hat, der ihn vom Meran dann zum Winzer gemacht hat. Zum Bio-Winzer noch dazu. Und da sind ein paar Übergänge dazwischen, die wir jetzt so langsam unter die Lupe nehmen. Ja, guten Abend auch von mir. Ja, mein Werdegang hat in Obermais begonnen. Und ich wollte eigentlich Architekt werden und bin deswegen auf die Geometerschule gegangen in Bozen in den 70er Jahren. Und dort haben mich die Lehrer aber nicht verstanden. Und deswegen habe ich dort den Vertrag zweimal verlängern müssen, aber dann doch gekündigt. Und bin sozusagen nicht erfolgreich abgegangen und bin als schulischer Asylant nach Deutschland. Also meine Eltern haben dann gesagt, gut, dann musst du arbeiten gehen, wenn du nicht Schule gehen willst, und mir war das recht, und ich bin zu einem Onkel geschickt worden bei Offenburg im Badischen, und dort war ein Weingut, und dort hätte ich halt einfach einmal ein Jahr arbeiten sollen, damit man sozusagen den Kopf wieder neu programmiert. Mein Vater hat immer gesagt, mach das, ganz wurscht, man kann neu anfangen. Und dort hat dann der Weingutsleiter, der Dr. Schilly, hat mich in die Hände genommen und hat gesagt, du machst jetzt eine Lehre. Und mir war alles wurscht, und dann habe ich eben eine Lehre gemacht, eine Winzerlehre habe ich dort angefangen, was etwas sehr Gescheites ist, eine Lehre in der Landwirtschaft, und bin dann im zweiten Lehrjahr nach Franken gewechselt, bin dann nach Bad Kreuznach auf die Weinbautechnikerschule, habe dort einen Weinbautechniker gemacht und habe dort in Bad Kreuznach dann mit 24 Jahren eine Matura gemacht, ein Fachabitur, wie das in Deutschland heißt, und konnte damit studieren gehen und bin nach Geisenheim hinüber auf die andere Rheinseite von Kreuznach aus gesehen und habe dort dann Obst- und Gemüsebau studiert. Also das ist in Breve sozusagen meine berufliche Ausbildung, und mit dieser Ausbildung bin ich dann zurückgekommen und habe eben, weil mein Vater genau in dem Jahr dann auch gestorben ist, habe ich dann diesen Betrieb in Patschins übernommen, die Stachelburg, und habe einfach den Weinbau dort neu begonnen. Also es war ein reiner Apfelbetrieb damals, und ich habe dann 90 den ersten kleinen Weinberg angelegt, und ja, so hat sich's dann entwickelt. An was erinnerst du dich, was war besonders markant und wichtig in der Ausbildung? Also ich schicke voraus, dass ich Sigmund schon sehr lange kenne, dass wir jetzt duzen, und das ist kein Mangel an Respekt vor dem Gast, sondern das ist einfach ungewöhnlich und ungewohnt für uns, wenn wir jetzt sitzen müssen. An was erinnerst du dich besonders im Laufe der Ausbildung? Was waren so die markanten Einschnitte, wo du heute noch sagst, das fällt dir jetzt noch manchmal ein, wenn du an die Zeit zurückdenkst? Also das Erste war, dass ich das Badische nicht verstanden habe. Also die Schwätze, das kann man nicht verstehen. Und ich habe mir gedacht, interessant, ich bin in Deutschland, aber ich verstehe die Sprache nicht. Also nicht nur wir reden Dialekt, weil hier in Südtirol ja auch sozusagen immer die Diskussion ist, ja, man muss den Dialekt erst lernen und dann muss man Deutsch lernen und dann muss man erst eine Fremdsprache lernen. Auch in anderen Gegenden reden die Menschen Dialekt und müssen Deutsch lernen. Also wir sind da nicht die Einzigen. Das war sehr prägend für mich. Und sonst an sich das System der landwirtschaftlichen Lehre. Also das ist etwas, was mich im Nachhinein natürlich dann beeindruckt hat. Man hat eben 4 Tage in der Woche Arbeit und ein Tag ist Berufsschule. Und das ist etwas, was wir in Südtirol wirklich dringend nötig hätten eigentlich, eine landwirtschaftliche Lehre. Wir haben sie in anderen Sektoren, aber die landwirtschaftliche Lehre fehlt uns. Wir haben zwar die Leimburg und Fürstenburg und so weiter, aber diese Kombination von Arbeitsplatz und Arbeitsstelle
Und dann die Ausbildung, die Schule, einmal in der Woche, das fehlt uns. Also das war für mich etwas, was eine Neuigkeit war eigentlich. Ja. Könnte es sein, dass die, sagen wir mal so, nicht extrem ausgeprägte Innovationsfreude auf den Südtiroler Bauernhöfen damit zusammenhängt, dass die Leute dort aufwachsen, eine Ausbildung machen, also in dem Sinn die Ausbildung, dass sie Blockkurse machen und dann wieder auf den elterlichen Hof zurückkehren, um den dann zu übernehmen? Ich glaube, es ist wirklich, dass es im italienischen System nicht vorgesehen ist und die Südtiroler, obwohl sie lang davon schon reden, ich habe einen damals Landesrat Dr. Thurnwalder angesprochen, einmal bei den Coburger Wirtschaftsgesprächen wegen der landwirtschaftlichen Lehre. Aber da hat er schon versprochen, da wird sich dafür einsetzen. Das ist mindestens 20 Jahre her. Ich weiß es nicht, warum das hier nicht einzuführen ist. Sie sind so stolz auf die Leimburg. Ja, und was würde dagegen sprechen? Die Leimburg könnte das ja auch organisieren, könnte ja Berufsschule sein, oder zumindest die Berufsschulen bestimmen. Genau, das wäre an sich nicht schwierig. Es bräuchte Lehrbetriebe natürlich, das heißt, was in Südtirol eben dann auch fehlt, ist der Meister. Wir haben auch keine landwirtschaftlichen Meister. Mhm. Auch das, der darf ja erst ausbilden. Mhm. Auch das haben wir sehr wenige. Also das heißt, wir haben in der Landwirtschaft sicherlich eine fehlende Ausbildungskultur, sagen wir mal so. Wir haben eben die Leimburg, die ist aber mehr oder minder eine kleinere Oberschule. Jetzt hat sie auch die Matura. Das heißt, wir haben in diesem Sektor wirklich lang nachgehangen, anderen Niveaus in anderen Ländern, in Sachen fachlich-wissenschaftlicher Ausbildung von landwirtschaftlichen Kräften. Man hat immer am Bauernhof gearbeitet, das ist so ähnlich wie das Kindererziehen, das glaubt auch jeder, dass er das einfach so kann. Kinder machen und Kinder erziehen, das ist ja, kann ja jeder. Ne? Und so ist es auch in der Landwirtschaft gewesen, man hat halt einen Hof und man hat ihn geerbt und man hat halt dann weitergemacht, fertig. Diese Notwendigkeit aus der Landwirtschaft auch einen wirtschaftlichen Betrieb zu machen, das hat man offensichtlich hier nicht gesehen. Aus was für Gründen immer? Ich weiß es aber nicht. Dabei wird ja immer ins Feld geführt, gerade auch in den Debatten in den letzten Jahren, die ja hochgeschwappt sind, dass die Südtiroler Bauern so gut ausgebildet sind. In den letzten Jahren sind sicherlich die Jungbauern besser ausgebildet worden. Das stimmt schon. Wie gesagt, da ist schon etwas hineingekommen. Gerade im Obst- und Weinbau, würde ich sagen, sind wir schon gut in diesem einen Fach. Aber ich wüsste nicht, dass es in Südtirol eben einen Obstbaumeister gibt, der einen Lehrling ausbilden dürfte. Das gibt's eben nicht. Und damit fehlt eben schon, finde ich, ein gewisser Kreislauf. Auch dieses Verlassen des elterlichen Hofes, um eben irgendwo anders in die Lehre zu gehen. Das tut ja sehr gut in der Ausbildung, wenn man mal fremd geht und dann wieder zurückkommt mit anderem Wissen. Das fehlt uns. Das ist wirklich etwas, was uns fehlt und gehört eigentlich in die Agenda einer Landwirtschaftspolitik hineingeschrieben. Ja. Bei uns sitzen ja die Experten, gerade im Bereich der Obstwirtschaft, auch im Weinbau, irgendwo bei den Genossenschaften. Nicht? Und es gibt ja auch den Beratungsring und andere Einrichtungen, wo die Expertise sich konzentriert. Ist das zu wenig oder ist das interessengesteuert? Es sind so Systeme gewachsen. Sicher, Südtirol ist ein Genossenschaftsland, sowohl im Obstbau wie im Weinbau, seit vielen Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten. Das hat Vorteile auch organisatorischer Natur, aber es entledigt den Bauer eben schon in einem gewissen Maß der Pflicht, sich weiterzubilden, weil er eben über die Genossenschaft, über den Bauernbund, über den Beratungsring die Informationen kriegt, sozusagen, heute eben aufs Handy, und sich nicht so selber drum kümmern muss. Und das merke ich auch bei meinen jungen Angestellten, dass die sich zwar auf das SMS in der Früh verlassen, man kriegt ja als Bauer heute jeden Tag in der Früh ein SMS, wenn man eine Handlungsanweisung für den heutigen Tag kriegt, vom Beratungsring oder von wem immer, aber sie tun sich schwer, selbst Informationen sich zu holen. Also ich habe verschiedene Fachzeitungen abonniert im Betrieb, die lege ich denen dann immer wieder hin, auch markiert zum Teil Artikel, aber ich merke, sie lesen sie eigentlich nicht. Sie wissen alles, was sie brauchen und sie haben es nicht gelernt, dass man lesen muss, dass man einfach sich kümmern muss selber. Man ist so sozusagen von diesen großen Organisationen versorgt an Informationen. Es funktioniert ja auch. Wir sind gut. Wir sind apfelmäßig, sind wir sehr gut, weinbaumäßig auch gut. Nein. Aber es fällt auf, also wenn man das jetzt analysiert, interessant, dass vielleicht ganz unten so langsam das Wissen verloren geht oder nicht aufgebaut wird.
Weil die Leute das führt, werden sagen wir, zum Facharbeiter irgendwann einmal. Genau, wir sind Angestellte von den Genossenschaften im Prinzip sozusagen. Und die Genossenschaft ist wiederum gedeichselt oder gegängelt durch EuropGAP, also durch solche Normen, die eben in Europa vom Lebensmittelhandel und natürlich auch von Gesundheitsbehörden kreiert werden. Und der Bauer ist eigentlich nur mehr Ausführender. Also er ist nicht selber der Handlungsgeber oder ja der Introduktor sozusagen des Handels, sondern das kommt von außen auf ihn hinein eigentlich. Und das ist vielleicht auch, warum wir so konform sind, warum eben die Nicht-Konformen es so schwer haben, weil sie eben abweichen von einer Norm, die sozusagen vorgegeben wird. Und dann entstehen daraus eben Konflikte und so weiter. Ja, wir gehen da jetzt schon sehr spannend ins Thema, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, in den letzten 15, 20 Jahren hat es ja einen massiven Konzentrationsprozess in der Landwirtschaftsvermarktung gegeben. Und wenn wir jetzt denken, wir haben irgendwo 11-13% je nach Erntejahr der europäischen Apfelernte und die wird von zwei Organisationen verkauft, nicht einmal die FOC und einmal die WIP. Die zwei gehen jetzt auf den Markt, haben immer weniger Einkäufer, das nächste Thema. Und für die ist es nicht wichtig, dass da ein Haufen selbstständige, selbstentscheidende Bauern unten an der Basis irgendwas liefern, das die dann verkaufen müssen, sondern für die ist eher wichtig, dass die das produzieren, was sie glauben, was auf dem Markt gefragt wird. Sicherlich, das ist eben die Konzentration der Nachfrage. Also heute gibt es in Europa 10 große Einkäufer sozusagen, von gewisse Konzerne, eben Tesco und Coop und Aldi und wie sie eben heißen, diese großen Konzerne. Und die haben früher sozusagen uns zerstört, die Landwirte, weil sie eben den einen gegen den anderen ausgespielt haben und den Preis hinuntergedrückt haben. Wenn du verkaufen willst, musst du eben um 1 Cent billiger sein. Das haben die Südtiroler aufgefangen, indem sie eben aus 40 Obstgenossenschaften heute 2 Verkaufstelefone gemacht haben mit einem einheitlichen Preissystem. Also von der Döll bis zum Reschen gilt das gleiche Preissystem für sämtliche Äpfel und Kategorien. Und von der Döll abwärts bis Salurn gilt das zweite Preissystem, aber ist fast gleich wie das im Finchgau. Und dadurch hat man sozusagen diese konzentrierte Nachfrage auffangen können, weil es eben nur mehr 2 Telefone gibt, die sich nicht gegenseitig runterhandeln, sondern eher gegenseitig hinaufhandeln. Also das ist rein markttechnisch clever und ist gut. Natürlich führt es dazu, dass der einzelne Landwirt eben keine Handlungsfreiheit mehr hat, weil er sollte die Sorte anbauen, die eben die Genossenschaft vorschlägt, die auch klimatisch eben im Finchgau vielleicht besser geht und die klimatisch in Metzstall besser geht. Also es macht keinen Sinn mehr, eine Pink Lady im Finchgau zu pflanzen, das ist deppert, weil da oben geht sie nicht. Umgekehrt ist eben ein Golden Delicious in der Edgetal-Sohle nicht mehr gut, weil er dort eben zu wasserig wird. Das hat schon alles seinen produktionstechnischen Hintergrund, auch diese vorgegebenen Entscheidungen. Aber der Einzelne muss einfach gewisse Normen erfolgen. Er muss das und das tun, damit sein Produkt so wird, dass möglichst viel von seinen Äpfeln auch als A-Ware, als gute Ware verkauft werden können. Er kann ruhig machen, was er will, aber dann kriegt er halt kein Geld. Blätter mal ein bisschen zurück, weil wir kommen immer wieder auf das Thema danach der Vermarktung und auf andere Aspekte der Südtiroler Landwirtschaftspolitik. Ich möchte das immer wieder ein bisschen verzahnen, auch mit deinem Weg. Du bist dann zu einem bestimmten Zeitraum, dieses Jahr habe ich nicht präsent, zurückgekommen und da ist dein Vater gestorben und du hast oben die Landwirtschaft aufgebaut. Was hast du dort vorgefunden? Du bist ja einmal in eine halbe Ruine eingezogen. Ja, das auch. Nein, vorgefunden habe ich einen 12 Hektar großen Betrieb, der von einem sehr guten Schaffer gestaltet worden ist von 1972 an bis 1990. Das war der Sieghard Gaber aus Germs, kann man ruhig sagen, weil er immer noch diese Lorbeeren verdient. Und der hat diesen Betrieb eben modernisiert nach den damaligen Methoden und Wissensstand sozusagen auf M9, also schwach wachsende Bäume umgestellt. Und es war eigentlich ein gut gehender Obstbaubetrieb, eben sehr intensiv, aber eben komplett abhängig von chemisch-synthetischen Spritzmitteln, weil man hat eben dann dicht gepflanzt, man hat Doppelreihen früher noch gepflanzt, man hat Dreierreihen gepflanzt. Wenn ich 3 Baumreihen nebeneinander habe und dann eine Fahrgasse und dann wieder 3, dann habe ich natürlich eine sozusagen Fläche unter diesen eng stehenden Bäumen, wo ich nicht mehr mit Maschinen oder sonst was mähen kann. Also ich muss Herbizid spritzen, sonst wächst da drinnen ein Dschungel.
Das heißt also, 60-70% der Fläche waren mit Herbizid einfach besprüht, damit man da überhaupt arbeiten konnte. Aber das hat man nicht so gedacht eben. Es war eben, der Ertrag war das Wichtige. Und von dem her war der Betrieb sozusagen sehr modern. Und wir sind dann da eingezogen und haben dann unsere Kinder gekriegt. Und wenn man so 4 Kinder ernährt, fängt man natürlich dann an, Bio-Nahrung zu kaufen für die Kinder, weil für die Kleinen ist ja das Beste gut genug und so. Dann natürlich. Und dann kommt auf einmal dieser Konflikt tatsächlich auf und natürlich auch parallel dazu gab es schon Bio-Betriebe in Deutschland, Österreich und auch ein paar in Südtirol. Dass man gesagt hat, hoppala, wir kaufen Bio-Nahrung, aber wir spritzen Chemie, das irgendwo geht das nicht. Und das war dann eigentlich der Entschluss, dass ich gesagt habe, gut, dann probieren wir das. Mein Betrieb war damals in 2 Betriebe geteilt, einen von einer Tante und einer war dann von mir, weil mein Vater eben 90 gestorben ist. Und dann habe ich meinen Betrieb umgestellt eben und dann nach einem Jahr den von der Tante auch, hat sie auch gerne mitgespielt, die war ganz aufgeschlossen und modern. Und damit war 98 der Betrieb umgestellt, einfach auf biologische Wirtschaftsweise. Also es war ein Sprung ins bisschen Ungewisse, weil damals eben die Beratung vor allem noch nicht existiert hat, die biologische. Also man musste wirklich selber sein Wissen da akquirieren irgendwoher. Und ja, war schwierig, aber es war letztlich ein Weg, der erfolgversprechend war, weil auch damals die Preise einfach sehr viel höher waren. Auch heute sind die Preise höher. Also ich sage, es gibt auch einen wirtschaftlichen Zugang zum biologischen Arbeiten. Es ist nicht nur sozusagen esoterisch oder enthusiastisch, sondern es gibt auch ganz betriebswirtschaftliche Argumente, um auf biologisch umzustellen. Das hat auch der Beratungsring mittlerweile rechnerisch festgestellt. Und das ist der Weg gewesen. Was muss passieren im Kopf und was muss dann passieren im Betrieb? Wie lange dauert das? Wie kann man sich das vorstellen? Weil es wird immer wieder argumentiert, dass man Bio nicht verordnen kann, dass man da eine Prädisposition auch als Bauer haben muss. Man muss auch Fachwissen haben, man muss auch ganz einen anderen Zugang vielleicht zum Grund und Boden und zu seiner Tätigkeit haben. Man sollte kein Technokrat sein, vermute ich einmal, wenn man sich darüber nachdenkt, auf Bio umzustellen. Was muss zuerst im Kopf passieren und was muss dann im Betrieb passieren und wie lange dauert das in etwa? Weil ich habe den Eindruck, bei dir ist es sehr schnell gegangen, aber man spricht ja auch davon, dass es 8 bis 10 Jahre dauert, bis aus einem konventionellen Betrieb ein Biobetrieb wird. Naja, es geht insofern schnell, weil man muss. Es gibt keine Zwischenphase sozusagen. Wenn man den Betrieb umstellt auf biologisch, dann muss man das ganz machen. Die Prüforganisationen, die Zertifizierungsstellen akzeptieren nicht, dass ich einen Hektar so mache und einen Hektar anders. Also der ganze Betrieb muss umgestellt werden. Der hat das ausgegliedert und das ist ein extra Teil für seinen Sohn. Und eben diese sogenannte Umstellung vom Landesrat Schuler ist ein Fake, weil das ist nur 0,2 Hektar von 10 Hektar. Also das ist ein Versuchsfeld. Die Biole sind, ja. Und das hat er eben auf seinen Sohn schreiben müssen, damit das eine eigene Mehrwertsteuernummer ist. Also ich habe es mir gleich gedacht, das stimmt nicht. Und jetzt habe ich es aus. Also es ist jetzt auch klar, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und deswegen ist dann, wenn man es wirklich macht, ist die Umstellung ganz und schnell, weil man muss eben den ganzen Betrieb umstellen. Und es wird einem auch, ich habe ja ein Jahr lang diese beiden Betriebe parallel geführt und da habe ich sofort gemerkt, das geht nicht. Es ist absurd, dass man in einem Betrieb sozusagen natürliche Mittel verwendet, Schwefel oder Pflanzenöle und Extrakte, und im anderen kauft man Chemie ein. Da wird einem selber schon schlecht. Das ist absurd. Und dann haben wir den ganzen Betrieb umgestellt. Aber das war am Anfang, war es für dich ja ganz normal. Du hast ja die Ausbildung so gemacht. Das war ein technokratischer Zugang, wo man einfach sich anhand von irgendwelchen Kriterien, Wetterdaten, Feuchtigkeiten, Drucksituationen, ja. Und SMS, also dann, wenn es früher ja, war. SMS hat es früher nicht gegeben. Nein, ich bin einmal zufällig, weil ich mich verwählt habe. Ich habe mich verwählt am Telefon und dann bin ich auf einen Anrufdienst gekommen, wo mir jemand mitgeteilt hat, in der und der Lage spritzt man heute das und in der und der Lage nicht mehr so viel. Also ich war da, wo bin ich da gelandet? Es war aber ein reiner Zufall, in irgendwo bin ich verwählt. Ja. Dann bin ich zufällig bei dem Auskunftssystem, eine Tonbandansage gelandet. Und dann war ich ganz überrascht, was ich heute anspritzen muss. Nein, der technokratische Zugang, ja, natürlich, es war einfach auch die Notwendigkeit, sozusagen, wenn ich qualitativ hochwertiges Obst an- oder produzieren will,
muss ich sehr gut sein. Sozusagen der Markt akzeptiert nicht eine schlechte Ware. Und nicht nur der Markt akzeptiert sie nicht, sondern auch die Lagertechnik akzeptiert sie nicht. Also ein Apfel, der eine Macke hat, hält nicht 6 Monate im Lager. Er fault einfach. Das heißt, er muss makellos sein, damit ich ihn so lange lagern kann. Und nur weil wir den Äpfel so lange lagern können in Südtirol, das ist ein großer Marktvorteil von uns, haben wir so einen guten Markt. Wenn ich alles vor Weihnachten verkaufen müsste, dann habe ich einen wahnsinnigen Verkaufsdruck. Und jeder weiß, wenn der kein Lager hat, der braucht nur auf Januar zu warten, dann gehe ich schon runter mit dem Preis. Wenn ich aber stärker bin. Du hast einen Betrieb in der Slowakei. Genau, da habe ich das auch ein eigenes Lager, mit dem ich aber nur 3 Monate lagern kann oder 4 maximal bis Januar. Und dort siehst du auch die. Und da habe ich das auch gesehen, diesen Druck, dem ich dann gegen Weihnachten ausgesetzt bin, weil dann fangen die Äpfel halt doch an zu faulen, wenn man da jetzt nicht eine Hightech-Lagertechnik hat, die man wieder kaum bezahlen kann. Und dort gehst du aber direkt an die Händler heran und die Händler. Genau, an das habe ich aber dort jetzt auch nach 20 Jahren aufgehört. Dort gehe ich jetzt auch eben, bin ich jetzt auch in eine Genossenschaft beigetreten. Okay. Weil es eben tatsächlich dieser Druck ist sehr groß, obwohl ich dort auch einen relativ großen Betrieb habe, aber schwierig. Also das heißt, die Technologie ist auch im Bioanbau notwendig. Das ist vielleicht immer wieder so eine Diskrepanz. Man glaubt immer, der Biobauer ist sozusagen der prototypische Urbauer, der also sozusagen von der Milch bis zum Fleisch und Getreide alles selber macht. Biologisch anbauen heißt einfach, dass man mit der Natur arbeitet und nicht gegen die Natur, dass man Kreislaufwirtschaften tut, also dass man Dinge recycelt, eben Mulchwirtschaften, Mist und so weiter, diese ganzen Dinge. Und dass man vor allem Spritzmittel verwendet, wir spritzen auch, die einfach in der Natur so existieren. Also ich nehme, ähnlich wie in der menschlichen Medizin, wo ich auch entscheiden kann, nehme ich für meinen Halsweh ein Antibiotikum oder nehme ich einen Salbeitee. So auch der Mensch nimmt Dinge zu sich, wenn er krank ist. Und die können natürlich sein oder eben chemisch. Aber nehmen muss er was, wenn er krank ist, der Mensch. Und so ist es in der Natur auch. Also wir haben Krankheiten, die eben nicht aus Europa stammen, vor allem Pilzkrankheiten im Apfel- und Weinbau, die im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert eingeschleppt worden sind durch die Schifffahrt von uns Europäern nach Nordamerika. Und die Reise zurück hat Pilze gebracht. Apfelschorf, Mehltau, Peronospora, das sind die 3 großen Pilze aus Nordamerika, die es vorher in Europa nicht gegeben hat. Und seitdem müssen wir spritzen. Und dann ist noch die Reblaus und der Feuerbrand. Das sind so die Lustigkeiten, die wir uns selber eben hereingeholt haben. Also man spritzt nicht, weil es sozusagen, nur weil man spritzen will, damit eine schöne Frucht ist, sondern wir haben Pilze, die unsere heimischen alten Sorten einfach zerstören würden, wenn wir nicht spritzen. Und das sieht jeder, wenn man einen freistehenden Apfelbaum irgendwo sieht, der ist gegen Ende des Sommers sind die Blätter komplett zerstört von den Schorfpilzen und die Früchte auch. So viele schwarze Flecken drauf, dass die Frucht ungenießbar ist. Auch im Sinne von der menschlichen Gesundheit. Also Schorfpilz am Apfel ist giftig. Könnte es sein, dass diese alten Sorten gesund mit der Zeit oder mit den Jahren, Jahrzehnten auch wieder Resistenzen dagegen entwickeln? Also sollten wir nicht auch deshalb die alten Sorten bewahren, damit wir da auch einen Genpool haben und schauen, wie sich das eventuell verändern könnte? Weil vielleicht stellt sich das auch einmal irgendwann auf diese neuen Bedrohungen ein oder geht das nur mit technischen Mitteln? Bei den Reben geht es mittlerweile sehr schnell über Züchtung mit amerikanischen Wildsorten, die im Laufe von Hunderttausenden oder Millionen Jahren im amerikanischen Kontinent gegen die Pilze aus Amerika resistent geworden sind. Die kreuzt man ein und da kann man Resistenzen hereinkreuzen, also durch klassische geschlechtliche Kreuzung. Und die Sorten kennt vielleicht ein paar Leute, Regent, Solaris, Johanniter, Bronner, das sind so die gängigsten Namen, die hier angebaut haben. Das Kloster Marienberg hat oben auch Solaris angelegt, zum Beispiel dieser Weinberg auf 1300 Meter. Also da geht es durch Kreuzung relativ schnell. Beim Apfel ist es eben schwieriger. Der Apfel ist eben sehr empfindlich auf diesen Schorfpilz und die Resistenzen, die man dort auch durch Züchtung machen kann, sind zum Teil nicht permanent. Mhm. Also wenn ich einen resistenten Apfel heute habe, also es gibt resistente Sorten, Topaz, Pinova, Bonita, Natura und so weiter,
die haben eine Resistenz, die aber, sagen wir, fragil ist. Das heißt, wenn ich die überhaupt nicht spritze, kann der Pilz die Resistenz brechen. Das heißt, diese Sorten bringen nicht ein Nichtspritzen mit sich, sondern nur ein reduziertes Spritzen. Anstatt 15 Schorfspritzungen muss ich vielleicht 3 machen. Das ist auch schon viel. Die Schorfspritzungen, sagen wir mal, man muss jetzt unterscheiden, glaube ich, dass wir ja da begrifflich auch klar sind. Also die konventionellen Bauern verwenden sehr viele chemisch-synthetische Wirkstoffe und die Biobauern spritzen auch, aber sie verwenden andere Wirkstoffe, die halt nicht chemisch-synthetischer Produktion sind. Ist das genau der wesentliche Unterschied? Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Also wir verwenden einfach Spritzmittel, hauptsächlich Schwefel und Schwefelkalk. Das sind immer noch das meiste Spritzmittel, was im Wein- und Obstbau angewendet wird, gegen diese Pilze. Nur den Schwefel kennt unser Körper. Also wir essen jeden Tag Schwefel. Wenn wir ein Ei essen, essen wir ungefähr 50, 60 Milligramm Schwefel. Das ist also fast so viel, wie in einer Flasche Wein drinnen ist. Wenn wir Gemüse essen, essen wir Schwefel, weil der Schwefel das zentrale Atom von sehr vielen pflanzlichen Molekülen ist. Also der Körper kennt Schwefel. Und eben, wenn wir stinken sozusagen einmal als Körper, dann ist das Schwefel, H2S, reduzierter Schwefel. Also deswegen, der Körper kann damit umgehen. Und das ist der große Unterschied zu den chemisch-synthetischen Spritzmitteln. Die chemisch-synthetischen Spritzmittel sind, wie ihr Name sagt, synthetisch. Die gibt es in der Natur nicht. Das heißt, sie sind in einem Labor aus den Stoffen A und B und C zusammengefügt und es entstehen neue Moleküle, die den Zweck haben, bei tierischen oder pilzlichen Schädlingen irgendeinen Metabolismus zu unterbrechen. Also sich, Pilz kann nicht mehr weiter wachsen. Jetzt kommen diese Moleküle aber natürlich in Restmengen in unseren Körper. Wir essen die ja alle mit. In keinem konventionellen Lebensmittel oder in jedem konventionellen Lebensmittel sind Spuren von Spritzmitteln enthalten, von chemisch-synthetischen. Und die kommen jetzt in den Körper hinein, diese Moleküle, und der Körper weiß nicht, was er damit tun soll. Er kapiert es nicht. Es sind hochkomplexe Moleküle und er geht in Abwehrstellung. Wenn der Körper etwas nicht kennt, geht er in Abwehrstellung. Und diese Abwehrstellung kann man zusammenfassen unter dem Begriff Allergie, Intoleranz, Unwohlsein, chronische Krankheiten, was weiß ich. Er ist dauernd im Kampf gegen irgendetwas, was es nicht gibt für ihn. Das ist in seinem Register nicht drin. Der Körper kann das nicht verarbeiten. Und trotzdem kriegt das jeden Tag hinein. Wie verhält sich das mit Kupfer dann auch? Also ist das zweite Mittel, das... Ich schließe gerade das noch ab. Und das Problem ist, dass diese Mittel ja zugelassen sind und sind auch getestet. Und dann sagt man, ja, in der und der Menge kann das vom Körper aufgenommen und erzeugt keinen Schaden. Na, wir leben ja auch alle immer länger, sagen sie. Nur sind die Tests immer nur auf ein Mittel gemacht. Aber wir essen... Wenn wir einen Apfel essen, einen chemisch gespritzten, 5, 6 von diesen Mitteln. Und diese Tests werden nicht gemacht. Also es werden nicht diese Kumulationswirkungen ausgetestet, sondern immer die Firma testet ein Mittel, sagt, oh, so macht's keinen Schaden. Aber alle 6 zusammen, das wird nicht getestet. Und das ist eben schon ein Problem. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich nie wieder zurückginge. So wie der Peter Riegel, das ist der größte deutsche Bioweinhändler, macht 12 Millionen Flaschen Biowein im Jahr. Der sagt, was nutzen mir 100 Parker-Punkte, wenn ich ein Endlager für Chemiestoffe habe in der Flasche sozusagen. Also das ist das Problem an diesen chemisch-synthetischen Spritzmitteln. Sie kommen in unseren Körper hinein. Gnadenlos. Ich möchte noch mal zurückblättern, weil wir jetzt schon sehr ins Detail gegangen sind. Wir kommen ja auch immer wieder darauf zurück. Aber was muss ich da an Rüsttag mitbringen? Wenn ich jetzt, sagen wir, diese Ausbildung so gemacht habe und ich weiß, ist SMS, das ist eine bequeme Sache, ich bin vielleicht Nebenerwerbsbauer und meine anderen Pack da und der Bub hilft mir mal und dann hilft mir und wir müssen alle auf dem Dienst und was weiß ich, was alles. Dann ist es ja sehr bequem, wenn ich das mehr oder weniger timen kann. Sag, jetzt kommt das und das Wetter, dann spritze ich das und das. Und nachher habe ich da 96 Stunden oder was Rückwirkzeit und nachher kann ich spritze ich morgen auf Nacht, ist auch genau, ganz genau. Oder so. Ja. Also das ist ja auch sehr bequem. Ja. Und was muss da passieren, dass man das durchbricht? Weil ich glaube, der Bierbauer muss da schon viel achtsamer und viel genauer und auch viel arbeitsamer sein.
Das ist schon eine Er muss mehr Bauer Frage. Sein. Also ja, aber das ist ja eben unsere Gesellschaft. Auch der Bauer will ein sozusagen normales Leben führen. Auch der Bauer hat heute eine Familie, die nicht mehr so landwirtschaftlich determiniert ist wie früher. Es gibt keine Kühe mehr im Obst- und Weinsektor. Das heißt, der Bauer möchte auch am Abend ein ganz normaler Mensch sein, sozusagen. Ein Feuerwehrprobe. Genau. Und das Bio, die Bio. Ja, normaler Mensch nicht. Nein, es ist aber so. Der möchte halt auch dann Tennis spielen gehen und dann schwimmen gehen und Radl fahren. Das ist anders. Früher hat der Bauer, die ältere Generation, es waren von 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends Bauer und haben gestunken und fertig. Ich habe einen Arbeiter gehabt, der hat gekündigt bei mir, weil durch das Schwefelspritzen, haben seine Kleider, es stinkt alles nach Schwefel. Und seine Frau hat es nicht mehr ausgehalten. Die hat gesagt, entweder aus dem Schwefel. Und er hat gekündigt, weil in der Familie, und es ist so, wenn ein Biobauer bei der Tür hereinkommt, dann stinkt es nach Schwefel. Die ganzen Kleider, alles. So, das ist schon anders, gell? Das muss man schon ein bisschen überzeugt sein. Man muss schon wesentlich achtsamer und wesentlich genauer hinschauen. Man muss auch selber sehr viel mehr Entscheidungen treffen, denke ich. Und da ist jetzt eben die Frage nach dem, warum es nicht doch mehr tun. Und das ist eben doch auch wirtschaftlich ein bisschen bedingt. Der Bioanbau ist so knapp drüber vielleicht, überm konventionellen im Gesamtergebnis. Er müsste viel höher sein, weil das Problem ist, dass die konventionellen Spritzmittel, also die sogenannten chemisch-synthetischen Spritzmittel, die sind viel zu billig im Verhältnis zu dem, was wir an Schaden anrichten für unseren Globus. Das ist ein großer Widerspruch eigentlich in unserem Handeln, in unserem Wirtschaftlichen, dass das Zerstören der Erde billiger ist wie das Erhalten. Das ist ein ganz großer Konflikt. Also die Erde kaputt machen kostet viel, viel weniger für den Einzelnen oder für einen Betrieb, als sie zu erhalten. Und das ist pervers. Das ist pervers, dass wir das zulassen, steuerlich und von anderen Maßnahmen. Hat aber natürlich auch historische Ursachen, wenn man an die Ernährungssituation nach dem Zweiten Weltkrieg denkt oder. Mag alles sein. Ja. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesen Phänomenen. Aber wir beschäftigen uns heute eben. Wo sind wir in Krise? Wo kommt jetzt eine Krise? Oder was ist der kritische Moment in diesem System? Wir reden seit 20 Jahren über CO2-Steuern und schaffen es nicht wirklich, sie hinzukriegen. Wir haben so ein bisschen bei der Autotechnik, in manche Länder wie Österreich und Deutschland haben so eine Art Sauberkeitsprämie oder umgekehrt eine Schmutzigkeitsstrafe in der Besteuerung. Das sind so Ansätze dazu. Aber die sind offensichtlich noch viel zu wenig wirksam. Solange an der Töll in der Früh 20.000 Autos fahren und da drin im Durchschnitt nur 1,1 Menschen sitzen, heißt das, dass Benzin zu billig ist. Mhm. Und so ist es eben auch in der Herstellung von landwirtschaftlichen Spritzmitteln oder Düngern. Die Kunstdünger, der Name Kunstdünger sagt ja schon viel, sind viel zu billig, weil die Energie nichts kostet, sie herzustellen. Aber Kunstdünger, Stickstoffdünger herzustellen, ist extrem energieaufwendig. Das braucht ja doppelt so viel Kalorien an Energie. Hundertfach. Also wenn da die Energie so besteuert würde, wie der Schaden, der durch zu viel Kunstdünger angerichtet wird, die Gesellschaft kostet, dann wäre es richtig. Aber das schaffen wir nicht. Eben diese sozusagen schadenswirkungsorientierte Besteuerung von Produkten. Woran hakt das? Das ist natürlich seine Gründe, das kommt nicht zufällig. Ja, weil es eben die Masse ist, die einfach davon im Moment noch bequemer lebt. Und wir haben eben beim Lebensmittel auch diesen Wahn des Billigen. Das ist auch so ein Kapitel. Wenn wir ein Auto kaufen, tun wir das vielleicht alle 4 Jahre, alle 6 Jahre oder sowas. Da geben wir 50.000 Euro aus oder 40.000 Euro. Da überlegen wir ein Jahr lang hin und her und dann, ob es ein bisschen billiger ist, aber na, das hat noch die Automatik und so. Also wir bereiten uns auf diesen Kauf vor. Wir vergleichen, wir fahren, wir schauen. Also es ist ein großes Investment oder Investment ist es nicht, eine Ausgabe. Auf die bereiten wir uns vor und dann fällen wir die Entscheidung und dann kaufen wir es. Und dann ist die Entscheidung vergessen. In der Garage stehen 40.000 Euro und die haben wir dann. Die 40.000 Euro stehen da, ob ich damit fahre oder nicht, sie stehen immer noch da. Das geht eigentlich dann nur mehr, der Verbrauch ist entscheidend. Das andere ist das Lebensmitteleinkauf. Wir gehen jeden Tag Lebensmittel einkaufen. Und jeden Tag sehen wir ein Milchpackerl, was Bio ist, das kostet 1,60. Und ein Milchpackerl, was nicht Bio ist, kostet 1,19. Und jeden Tag haben wir diese Entscheidung, diese 31 Cent zu sparen. Gell? Das ist brutal.
Das ist jeden, also 31 Cent mal 365 Tage, das sind 100 Euro im Jahr. In 4 Jahren, wie das Auto lebt, sind das 400 Euro, diese Entscheidung jeden Tag. Würden wir ein 10.000 Euro billigeres Auto kaufen, hätten wir ungefähr 25 Jahre lang Zeit, billiger, teurer Milch zu kaufen. Und beim Auto können wir ja zuschauen, wie so, im ersten Jahr der halbe Wert. Das auch noch, ja. Aber was ich sagen will, der Hausmann oder die Hausfrau, die einkaufen gehen, die stehen jeden Tag vor dieser Entscheidung, jetzt kaufe ich doch das Billige, weil da spare ich was. Und der ganze Lebensmittelsektor, da geht es um Sparen. Es gibt sogar eine Firma, die heißt Spar. Das heißt zwar ganz was anderes. Tannenbaum, ja. Das heißt ganz was anderes. Das heißt vollendig irgendwie... Tannenbaum. Nein, es heißt eine Gesellschaft zum günstigen Einkaufen. So irgendwie. Genau, es sind also die Abkürzung von einem längeren Handelsprogramm sozusagen. Billa ist billiger Laden. Ja, billiger. Das ist schon, da ist es. Aber Spar ist nur zufällig, dass es Spar heißt. Das heißt, das ist ganz anders. Ich hab's einmal gewusst. Auf jeden Fall, das ist eben, und das führt zu einem wahnsinnigen Preisdruck. Dieses täglich kaufen Millionen, Milliarden Menschen Lebensmittel ein. Und jeden Tag dieser Kampf ums doch ein bisschen günstiger und nochmal günstiger und 99 Cent und 89 Cent. Da ist also ein ganz anderer Druck auf den Preis als bei sozusagen langlebigen Konsumgütern wie ein Fernseher oder ein Bett oder ein Kasten oder eben ein Auto. Ja, und auf das will ich hinaus. Und deswegen ist der Druck so wahnsinnig hoch, auch von der Gesellschaft, dass Produkte, Lebensmittel so billig sind. Ich halte das auch für eine Fehlentwicklung in der EU, dass man sagt den Leuten, wir sorgen dafür, dass ihr billige Lebensmittel kaufen könnt und trotzdem verwenden wir 50% des EU-Haushalts, um die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. Wäre wahrscheinlich intelligenter, wenn man sagt, wisst ihr was, wir regeln das über die Preise und wir müssen nicht den Bauern die Gehälter zahlen, sondern die Bauern zahlt der Konsument und der hat aber weniger Steuern, die er aufwenden muss, weil 50% von einem Haushalt ist ein ordentlicher Happen. Das nimmt tendenziell ab, aber wir sind immer noch ungefähr bei der Hälfte. Ja, es ist etwas weniger mittlerweile, wobei der ganze EU-Haushalt sehr klein ist. Es ist ja verhältnismäßig. Ein sehr kleiner Haushalt im Verhältnis. Man sieht das bei dem Film, das System Milch, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat von Ihnen, dass wir als Steuerzahler mehr oder weniger den dänischen Bauern das zahlen, was sie an Gehalt verdienen, das kriegt er über die Förderungen. Und er macht damit das Produkt saubillig für die Arla, 19 Cent pro Kilo kaufen die ihm die Milch ab und die machen damit den Milchmarkt in Afrika kaputt. Ja. Also da greift man sich ans Hirn und sagt, muss das wirklich, kann das sein, dass wir dann mit der Fiktion ja, leben, das dass ist wir eben, günstige das Lebensmittel kaufen können? Aber das ist eben ein Wahn, der dem Europäer, vor allem dem Mitteleuropäer, der diese zwei Kriege erlebt hat, sozusagen familienhistorisch, Ernährung, Nahrungsmittelmangel, Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Preis, es muss günstig sein. Das ist einfach ein Teil von unserer Denke, wenn man so will. Das ist ein Wahn. Er hat einmal bei einem Vortrag in Bayern, ging es auch um Lebensmittel, hat einer von Nielsen gesagt, also ein Vortragender, die Preispolitik der deutschen Lebensmittelindustrie und Märkte hat mehr zerstört als beide Weltkriege zusammen. In welchem Sinne? An Werten. Weil man eben sozusagen der Landwirtschaft, dem Land, der Natur so viel stiehlt und wegnimmt und aussaugt, durch diesen Wahn, billig zu essen. Das haben ja die Südländer nicht. Das ist eben dieses Mitteleuropa, die wo die zwei Kriege stattgefunden haben, ist das stärker als in Griechenland, Italien oder Spanien, wo man für Essen immer noch heute, statistisch nachweisbar, mehr ausgibt als in den Industrieländern. Wir nehmen es auf, bitte. Also habe ich vergessen zu sagen, wir nehmen es auf. Es gibt noch ins Internet. Aber ist nicht eine leichte Tendenz auch bei uns, dass das nachlässt? Also dass die Leute doch bewusster einkaufen, dass sie ein bisschen mehr Geld ausgeben? Irgend so das Gefühl, oder vielleicht weil ich gleich selber angefangen habe? Statistik kann man das nicht nachweisen. Also wir sind... irgendwo in Deutschland sind wir so zwischen 8-9% für Lebensmittel und in Italien sind wir bei 13%. Nein, insgesamt Ausgaben eines Haushaltes für Lebensmittel. Und in Italien sind wir so bei 12-13%. Also wir sind höher als die Deutschen, das schon, auch wahrscheinlich die Südtiroler. Aber tendenziell geht es immer noch hinunter, nicht hinauf.
Aber nochmal zurück zu dem, der 50.000 Euro Auto fährt. Der glaube ich schon, dass der auch ja, aber es bei geht denen um, vielleicht ist, die, das die mag schon sein, Bioprodukte ja. kaufen und auch. Das ist ein interessanter Aspekt. Der Biokäufer ist nicht mehr wie in den 70er Jahren sozusagen der latzhosentragende Birkenschuhträger. Für diese Aussage habe ich einen Anschiss von der Firma Birkenstock schon gekriegt, schriftlich. sondern da haben Sie recht, der heutige Bio, der Top-Biokäufer ist sozusagen der, der alles schon in seinem Leben hat. Also das hohe Einkommen gibt heute auch mehr für Bio aus. Das ändert aber statistisch nicht sehr viel am gesamten Niveau. Dafür gibt es eben daneben einen Lidl und ein Aldi, die das Ganze statistisch wieder genug hinunterziehen. Der extreme Volumen dann umsetzen. Hast du noch eine Frage? Nein. Aber ich kann auch sitzen bleiben. Machen wir gerne. Und wenn sich jemand daneben stellt, dann ist ein Zeichen. nur mal zurück. Also die Bierproduktion, als du damals angefangen hast, warst ja, das hat man in der Tageszeitung lesen können, durch dich selber als Spinner bezeichnet oder Depp. Als Idiot, als Depp, ja. Also um das ein bisschen näher zu bringen, wie die Debatte im letzten Jahr hochgeschwappt ist, vor allem auch nach der ganzen Spritzmitteldebatte, Abdriftgeschichte und der verschiedenen, wie kann man sagen, die Drucksituationen, die sich da aufgebaut haben und die hysterischen Reaktionen teilweise ja auf der Seite des Establishments. Hast du einmal ein zweiseitiges Interview in der Tageszeitung gegeben und das war übertitelt Wir waren die Deppen. Wir waren die Deppen, ja. Hat sich das geändert? Ich würde sagen, ja. Man begegnet uns mit einem gewissen Respekt. Man anerkennt, dass das wohl die richtige Richtung ist. Man anerkennt es auch deswegen, weil es auch wirtschaftlich interessant ist. Sozusagen die Preise im Bio-Obst sind einfach doppelt so hoch wie im konventionellen Obst, auch wenn die Ernte etwas geringer ist. Aber man sieht, das ist wohl die Richtung. Die Konsumenten sind auch aufgewacht. Malz passiert ja nicht wegen der 2000 Bürger in Malz, sondern weil Malz ein wahnsinniges Echo auslöst in ganz Mitteleuropa mittlerweile. Das ist der Druck, den Malz erzeugt auf unsere Verbände. Und von dem her wird man mit einem Respekt gesehen, aber noch nicht als Teil des Ganzen, also des Mainstream, des Common Sense angesehen. Das würde ich noch nicht sagen. Sozusagen, was der Beratungsring jetzt macht und der Bauernbund, dass man eben, vor allem der Bauernbund, der jetzt sagt, wir müssen jetzt Bio fördern und Bio muss von 5% auf 10% gehen oder auf 20, das ist alles verrückt. Das ist jetzt tut man sozusagen deklarativ eine Bio-Ecke einrichten, damit man nachher sagen kann, schaut her, wir haben eine Bio-Ecke. Ja. Wir sind super, Biobauern haben wir. Und die stellt man auch vorne ins Regal alle. Aber wir sind trotzdem nur bei 5% in Südtirol. Der Weltmeister in Bio, wer ist das? Welches Land in der Welt ist der größte Bioproduzent prozentual? Genau, 18% ungefähr, sowas. Also das ist unglaublich. Das war aber Regierungspolitik. Das ist der große Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, wir lassen den Biobauern ihren Platz, oder ob ich sage, wir wollen Bio als Südtirol. Und wir lassen den Konventionellen noch einen Platz. Das ist ein kompletter Unterschied im Paradigma sozusagen. Ich will Bio und die Konventionellen können, wenn sie unbedingt wollen, weitermachen. Oder eben so wie es jetzt ist, wir sind konventionell und die Biobauern dürfen schon auch da sein. Das ist eine Haltungsfrage. Und da wird dann so ein Bio-Projekt gemacht, das ja eigentlich Makulatur ist. Nicht? Also wenn man sagt, in 20 Jahren oder in 10 Jahren wollen sie auf 20% kommen. Das wäre ein organisches Wachstum, aber sicher keine Beschleunigung in dem Sinn. Nicht? Und das geht auch nur dann, wenn eben entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Und da bin ich schon auch dafür, dass man eben steuerliche Anreize bieten könnte oder auch im ganzen Förderungszirkus sozusagen. Die Landwirtschaft lebt ja auch zum Teil von Förderungen, nicht sehr viel, aber es sind doch ein paar Prozente, die man vom Umsatz an Förderungen kriegt. Es ist viel weniger, als man glaubt, aber... Das kann man auch noch ausrechnen. Also es ist sehr wenig. Die EU-Förderungen machen, würde ich sagen, in der Biolandwirtschaft, wenn man sagt, wir haben ungefähr 30.000 Euro pro Hektar Umsatz im Bioanbau und da kriegt man von der EU 800 Euro. Also das sind 2,5%. Und dann gibt es noch ein paar Prozent über die Genossenschaften. Es ist jetzt nicht, dass wir da viel kriegen. Die Schweizer schon, die kriegen 60% ungefähr von ihrem Einkommen vom Staat. Das ist bei uns nicht so viel.
Aber man könnte als Land hergehen und sagen, so, wenn du eine Traktorförderung haben willst zum Ankauf eines Traktors, dann kriegst du die nur, wenn du auf Bio umstellst. Das ist eine Entscheidung, fertig. Oder ich sage eben, wenn du Hecken pflanzt, dann kriegst du die Hecken nicht nur bezahlt, wie es jetzt auch ist, wir kriegen die Hecken bezahlt, aber auch die Arbeit und die Fläche der Hecke geht auch mit hinein, also in deine Förderungsfläche, da kann man schon Sachen machen. Oder man könnte eben auch für die Angestellten oder sowas, also es gibt alles, was man heute fördert, könnte man einfach an biologische Wirtschaftsweise binden. Es ist wäre ganz banal eigentlich sozusagen. Und die Förderung gibt es nur mal, wenn man Bio. Warum wird in Südtirol das konventionelle, der konventionelle Sektor so verbissen verteidigt? Weil ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass es da eine bestimmte Verbissenheit da ist, dass es eine Majestätsbeleidigung ist, wenn man eine Systemfrage stellt und dass es da jenseits von jedem irgendwie nachvollziehbaren rationalen Argument, und wir brauchen nicht um Gottes Willen, das Stichwort Wolf ist schon gefallen, um Gottes Willen nehme ich überhaupt alles aus, aber auch schon vorher, es wird als Front interpretiert, den man mit allen Mitteln, wo man die Luft auslassen muss, die muss man bekämpfen. Also ich habe den Eindruck, es hat fast so was, einen religiösen Impetus, dass du ja alles so bleibt, wie es gewesen ist bisher. Ich denke, das hat einfach mit der Geschichte Südtirols zu tun. Südtirol hat sozusagen ein Zusammenhalten-Syndrom. Wir sind eben eine deutschsprachige Provinz, eine österreichische Minderheit in Italien. Das hat uns ja auch nicht immer gut getan. Es waren auch furchtbare Jahre da, muss man auch wirklich sagen. Italien hat uns nichts geschenkt, kein Zentimeter in der ganzen Autonomie. Und da war das Rezept, was funktioniert hat, war das Zusammenhalten. Zusammenhalten hat funktioniert. Das hat zum Erfolg geführt, sozusagen ethnisch, sprachlich und letztlich dann auch in der Autonomie wirtschaftlich. So, das heißt, der Abweichler, damals ein Alexander Langer oder sowas, das waren eben, wie der Maniago das gesagt hat, das waren Volksfeinde. Also Andersdenken war wirklich Volksfeindschaft. Also sozusagen gefährlich für das Ganze, für diese Gruppe, die da in einer Notsituation in einem anderen Staat ist. Und dieses Denken ist so dermaßen internalisiert im Südtiroler Wesen, dass jegliches Ausbrechen aus dieser Phalanx eben ein Verrat ist, sozusagen. Das hat auch mit dem Katholischen natürlich zu tun und mit all diesen Dingen, auch mit der Partei. Die Partei hat ja dieses Zusammenhalten sozusagen politisch verwaltet und politisch auch zum Erfolg geführt, unbestritten. Und diese ganze Klammerfunktion, die wird jetzt durch solche Ausbrüche, die auch durchaus von außen kommen können, eben die Politik, das waren die bösen Kommunisten, die von außen gekommen sind. Und in der Landwirtschaft sind es jetzt eben die Grünen und die Bio-Leute, die jetzt da den großen Körper sozusagen an einer Ecke annagen und etwas anderes hineinbringen wollen. Und da ist aus meiner Sicht schon immer wieder diese Angst, diesen Zusammenhalt zu verlieren. Und der Bauernbund ist natürlich eine politische Sache geworden, der konnte lang nicht heraus aus dieser Enge. Jetzt hat er sozusagen ein bisschen probiert, sich zu öffnen, aber eh nicht wirklich. Auch auf Druck der Mitglieder, nicht? Also ja, natürlich, die Bauernbundmitglieder. Ich bin auch Bauernbundmitglied. Also in dem Sinn, aber nicht nur in dem Sinn, wie du sagst, dass auch die Mitglieder, sagen wir, immer differenziert und diversifizierter werden. Es hat ja diese Umfrage gegeben, der Kienzl ist ja Marketingprofi und das lässt er mit dem österreichischen Studio, mit Karmasin, glaube ich, sogar machen. Da wird alle 5 oder 10 Jahre wird im Bauernbund da sehr wissenschaftlich fundierte Umfrage gemacht, wo die Politik hin soll und was der Bauernbund machen soll. Und da waren, ich glaube, 2/3 von den Bauern, die rückgemeldet haben, sie könnten sich einen Umstieg auf Bioproduktion vorstellen. Das hat, wie das eingetrudelt ist beim Bauernbund, das hat das Establishment dort komplett schockiert. Also der Druck ist da von innen gekommen. Also die Bauern scheinen als Mitglieder da tendenziell aufgeschlossener zu sein als die Verbandspolitik. Kann das nicht auch den schnöden Grund haben, ich stelle es jetzt einmal in den Raum, dass in Südtirol jetzt, wenn man versucht einmal hochzurechnen, in der Obstwirtschaft irgendwo zwischen 60 und 80 Millionen Euro im Jahr umgesetzt wird an Chemie, Dünger und Spritzmittel. Das ist ein erheblicher Betrug. Solche Zahlen kann ich jetzt einfach nicht sagen. Wir haben es hochgerechnet. Ein Druck von den
Konzerne, die Spritzmittel herstellen. Das hat sicherlich auch ganz stark gegeben, wenn man sich vor 15 Jahren die Zeitung vom Beratungsring angeschaut hat, das Obst-Weinbau-Heftel, da waren die letzten 10 Seiten nur Werbung für chemische Produkte. Das haben sie tatsächlich gelassen. Ja, weil es ja nicht notwendig ist. Nein, aber dieser Druck, das war nicht mehr zu verantworten. Der Beratungsring wollte das auch nicht mehr offensichtlich. Er hat da schon gemerkt, das ist gefährlich, wenn er sich so offensichtlich von der Chemie kaufen lässt. Und wenn ich mir vorstelle, ich jetzt einen Umsatz, also wir haben das einfach allein, wir haben gesagt, was kostet das pro Hektar, haben wir mal ausgerechnet und dann haben wir es hochgerechnet mit 17.000, also die Hektar, ja. Die 5% Bio abgezogen und so weiter. Und da kommt man auf einen Betrug, der schwanken kann, mit der Schwankungsbreite zwischen 60 und 80 Millionen pro Jahr. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da 1-2% für Lobbyarbeit investiere von dem Betrug, dann ist die Bauernzeitung gezahlt. Also und. Ja, ich frage mich, ob das nicht auch die schnöden Gründe haben könnte. Oder ob es wirklich immer zusammenhalten. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Man ist in einem System drin. Das schon, aber es war was anderes. Es war, der Bauernbund ist doch sehr eine konservative Organisation. Der Bauer war eben, wie ich eingangs gesagt habe, nie der am meisten ausgebildete Mensch im ganzen Wirtschaftssystem. Und er ist deswegen leicht zu führen gewesen. Der Bauer war immer sozusagen der Schlichtere und hat einfach keine höhere Ausbildung. Das heißt, der Bauer war leicht zu führen und ist eben auch das beste Stimmvolk gewesen. Und in Südtirol war lange Zeit noch ein überproportionaler Anteil an Bauern. Heute sind wir auch auf 7%, aber bis in die 60er, 70er Jahre waren wir auf 30-40%, die landwirtschaftlich determiniert waren. Und von dem her wollte man, glaube ich, schon auch diesen Bauern als politisches Subjekt haben, als führbares politisches Subjekt. Und wenn der sozusagen versorgt wird von mir, von Kirche und Politik und Bauernbund, dann gehört der eben politisch mir. Das ist dann meine Stimme, die ich eben brauche, um diesen Zusammenhalt. Ich arbeite auch für den, da kriegt er auch was von mir. Genau. So. Also ich möchte jetzt gar nicht auf die Provision von, ob der eine ein Geld kriegt oder nicht, das würde ich nicht einmal sagen, ja. Möchte ich gar nicht unterstellen. Sondern es ist der politische Wert des Bauern ist viel, viel höher als ein geldlicher. Mhm. Und das war es eben. Den Bauern konnte man führen. Und deswegen ein Durnwalder war nicht umsonst Landwirtschaftsrat. Da hat er schon gewusst, warum er das und für die Feuerwehr, an hat er sich nimmt, sozusagen. Landwirtschaft, Feuerwehr und Sport. Also ja, das ist, und damit komme ich eben auch zum Bio. Das Bio war eben sozusagen grün. Und ein Grüner ist ja nichts anderes als ein Roter. Haha, die Melonen sozusagen außen grün, innen rot. Das war ja so ein alter Witz sozusagen. Was ist der Unterschied zwischen einem Grünen und einer Melone? Keiner, außen grün, innen rot. Und rot war kommunistisch. Und kommunistisch war einfach in einem katholischen Land Tirol indiskutabel. Und damit war man als Biobauer in den frühen Jahren politisch draußen. Man war automatisch ein grüner Kommunist. Und das hat sich aber gebessert. Also es hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht viel. Also es ist immer noch schwierig. Und das, was schade ist, ist, dass die Grünen sozusagen auf der landwirtschaftlichen Flanke schwach sind. Die Grünen haben es nicht geschafft, eben die Landwirtschaft, die das prädestinierte Feld für grüne Politik wären, in die Landwirtschaft einzudringen. Das haben sie nicht geschafft. Ist ja Stadtpartei. So eher eine Stadtpartei, würde ich sagen, ja. Aber da können wir jetzt sehr, sehr weit weg. Ja, das ist ein Teil der Sache. In dem Sinn sehr weit, weil das natürlich eine spannende Analyse jetzt wäre. Aber ich möchte dann doch wieder zurück. Du hast ja gesagt, es ist wirtschaftlich interessant, Biobauer zu sein. Wenn man es richtig macht, kann es wirtschaftlich sein. Wo sind da die größten Bedrohungsfaktoren? Was kann das den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig schädigen? Wenn jemand zum Beispiel Fehler macht? Oder ja, weiterhin, also die Pilzkrankheiten, wenn man die Pilzkrankheiten nicht im Griff hat, dann ist eben die ganze Ernte kaputt. Das geht ganz schnell. Wenn einmal ein Pilz da ist, dann ist er da. Oder zum Beispiel die Blutlaus. Also ich habe auch jahrelang ein Feld gehabt, wo wir extreme Blutlausprobleme gehabt haben. Das ist eine Laus, die eben den Baum zerstört nachher. Die bildet so Wucherungen, das schaut aus wie so ein Krebsgeschwür. Wir haben keine Spritzmittel, wir haben eben keine Gifte. Wir müssen diese Laus von der Kulturführung her bekämpfen.
Und das Interessante ist, wir haben es geschafft. Wir haben den Baum anders geschnitten, wir haben ihn anders belichtet, luftig gehalten. Wir haben eine dichte Reihe zu einer locker leichten Reihe gemacht. Das mag die Laus nicht, die mag gern dunkel und feucht. Und wir haben es geschafft, die Blutlaus zu bekämpfen, ohne dass wir spritzen, sondern einfach nur durch Schnittmaßnahmen. Das dauert aber einige Jahre. Das dauert 5, 6, 7 Jahre. Auch radikale Schnittmaßnahmen, wo ein Schaffer von mir, ein früherer, sich nicht getraut hat, das zu machen. Mhm. Der hat sich nicht getraut, den Baum einfach an der Krebsstelle sozusagen abzuschneiden. Mhm. Das sind eben so Sachen. Wir haben keine Mittel. Oder auch der Besenwuchs. Sagt Ihnen vielleicht was. Besenwuchs ist ein großes Problem in Südtirol. Das ist also eine Plasmose, also nicht einmal ein Tier, das ist eine Plasmose, die sich durch einen Sauger überträgt. Der Sauger saugt an einer Pflanze den Saft heraus und überträgt ihn durch einen Stich in die nächste. Und jetzt können wir nichts anderes tun, als diesen Sauger zu bekämpfen. Das ist also ein Blattsauger, eine Wanze. Tripse oder wie heißt sie? Das bin ich ganz schlecht. Und jetzt bekämpfen wir den, aber wir haben im biologischen Anbau eben auch nur das Niemöl, das ist ja auch ein Gift sozusagen, aber es wirkt halt nicht so gut. Und das ist unser Limit, wir haben keine Spritzmittel, die sauber machen, wie im chemischen Bereich. Aber es ist dann nicht, also das ist dann ein schleichender Prozess, das heißt, das merkt man kommen und dann versucht man das zu bekämpfen, man versucht es einzugrenzen, aber so richtig eine katastrophale Bedrohung momentan für die Biobauern ist... Ja, doch, das ist schon, Besenwuchs ist schon ein großes Problem, sehr großes Problem. Mhm. Ja. Bitte. Erstens einmal Folgendes, ich war 30, fast 40 Jahre in dem Sektor tätig. Und habe die Entwicklung in Südtirol sehr gut mitgemacht. Und ich bin ein bisschen weniger pessimistisch, als wir Sie sein, aber Sie sein direkt bei der Produktion und deshalb kann ich es verstehen. Sie haben sicher den Herrn Greis gekannt. Nein. Nicht, nein. Das war einer der ersten Biobauern in Goldrain. Aha, nein. Der ist leider inzwischen gestorben, aber der ist damals als Spinner und als Außenseiter angesehen worden. Hat leider eben einen relativ kleinen Betrieb gehabt, der sehr schwer ist, biologisch anzubauen, weil sie wissen, wie es mit Problemen mit der Abdrift und so weiter. Und die Nachbarn waren alle negativ zu ihm eingestellt und das hat noch viel schwieriger. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in diesen letzten 15 Jahren oder 20 Jahren bei uns auf dem Sektor etwas Positives entwickelt hat. Ich habe viele Jahre mit den Genossenschaften gearbeitet. Mich würde jetzt wundern, zu welcher Genossenschaft. Sie haben gesagt, Sie beliefern auch. Ich bin bei der Dexel, also ursprünglich bei Jeans und jetzt Dexel. Genau. Die Dexel ist auch eine dieser Genossenschaften, mit der ich 30 Jahre lang gearbeitet habe und mit allen Finchker Genossenschaften. Was haben Sie gearbeitet mit den Genossen? Ich war bei der LEG, landwirtschaftliche Einkaufs. Okay, Und da haben wir eben auch natürlich Pflanzenschutzmittel eingekauft, massenweise für die Bauern. Aber wir haben uns auch bemüht, für die biologischen Bauern im Finchgau die Einkäufe zu tätigen. Mhm. Und haben als zweite Sparte eben, die WIP hat ja jetzt auch diesen biologischen Sektor. BioFIP, Wo Ihre Produkte höchstwahrscheinlich dabei sind, die ich sehr schätze. Ich kaufe nur mehr biologische Präparate halt. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in Pension. Und interessant war Ihr Hinweis, und ich habe den Eindruck, dass die jungen Familien heute auch in diese Richtung gehen, dass sie sagen, ihr habt jetzt kleine Kinder und die kleinen Kinder möchte ich optimal aufziehen, gesund. Das heißt, sonst zu viele Einflüsse. Das ist das Wichtigste am Ganzen. Ja. Weil wenn wir mit der Politik uns versuchen, in Kampf zu treten, das bringt nichts. Wir müssen versuchen, die Verbraucher zu motivieren und vor allem den großen Unterschied zu zeigen zwischen biologischen Präparaten und konventionell behandelten Präparaten. Das ist für mich als Produkten, der beste Weg. Ja. Und die haben schon den Eindruck, dass in meinem Bekanntenkreis von jungen Leuten, ich bin jetzt leider alt und kann da nicht mehr viel ändern, aber ich versuche da meinen Beitrag zu leisten, relativ viele, in die Richtung gehen, dass sie sich jetzt langsam überlegen, wenn ich einkaufen gehe, dann schaue ich auf der Etikette, was steht drauf. Mhm. Und gerade bei den Äpfeln vom Finchgau haben wir jetzt die Etikette, wo sogar der Bauer draufsteht. Genau. Nicht, wenn ich biologisch einkaufe, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache.
die Preise seien nicht doppelt so hoch, aber sie seien höher und das muss ich akzeptieren, wenn ich will, gesund einkaufen. Ja. Und das, glaube ich, ist die Basis. Also den Verbraucher motivieren, zu sagen, mache ich etwas für meine Gesundheit oder Wer soll das machen? Wer soll da tätig werden? Die Zukunft von unseren Kindern. Wer soll da tätig werden? Weil das, die Bauern selber werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Je mehr wir dort arbeiten, umso mehr wird der Nachfrage kommen nach ihren Produkten. Verstehen Sie? Das möchte ich sagen. Die Nachfrage müssen, ist ja... Wir müssen auf der Nachfrageebene. Weil es sind noch viele und sagen, das ist schon viel zu teuer, aber dann haben sie womöglich ein großes Auto, fahren dreimal in Urlaub, sein Geld. Hingegen beim Essen... Sporen ist noch auch wieder. Verstehen Sie? Nein, Sie haben total recht. Es geht da alles um was ist mir wichtig. Genau, nein. Es ist aber zu Ihrer Beruhigung, die Nachfrage ist ja größer wie das Angebot. Deswegen ist ja der Biopreis auch höher. Das ist ein Paradoxon. Deutschland als größter Lebensmittelmarkt in Europa hat einen Biomarkt im Lebensmittelbereich von ungefähr 14-15%, aber eine Produktion von 6%, denkt man sich, das geht ja nicht. Das heißt, Deutschland ist ein Magnet für biologisch produzierte Lebensmittel. Auch wir verkaufen unsere Äpfel nach Deutschland, Österreich auch, oder eben Nüsse, biologische aus der Türkei und biologische Bananen aus Venezuela und biologischen Schnittlauch aus Israel, ne? Kenia und das ist auf jeden Fall, können wir auch noch hinkommen zu dieser Frage des Transportes. Aber China. Grundsätzlich ist die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln weitaus höher als die lokale Produktion und deswegen sind die Preise höher. Aber es dürfte eben nicht so sein, dass die Preise höher sind, nur weil die Nachfrage ist, sondern weil die Kosten meines Erachtens, und das müssen Sie besser wissen als wir, die Kosten beim biologischen Anbau relativ höher sind, weil ich geringere Ernten habe. Und weil ich mit der Qualität mir härter tue, als wir der andere, sind Sie auch. Der weiß Gott, wie viel spritzt und danach einen wunderschönen Golden hat. Da war unsere Kosten höher. Bei fünf Waggonen. Zahlen müssen wir die Qualität der Produktion, nicht allein, weil größere Nachfrage ist. Ja, aber. Das müsste eigentlich das Konzept sein. Ja, es ist halt so, die Produktionskosten sind auch höher pro Kilo Äpfel bei den biologischen. Also wir sind ungefähr bei 50 Cent pro Kilo und der konventionelle ist bei 35 Cent pro Kilo Herstellungskosten. Trotzdem, die Bereitschaft des Menschen, mehr für biologische Lebensmittel auszugeben, ist so bei +30% etwa. Das ist so der durchschnittliche Wert. Bei manchen Produkten ist es sogar noch viel mehr, bei manchen weniger. Je primitiver das Produkt, umso weniger ist die Bereitschaft. Das ist möglich, diese Bereitschaft ist deswegen möglich, weil die Nachfrage einfach im Moment höher ist. Das ist so. Die Marktgesetze kann man auch nicht auslöschen durch ein Dekret. Das ist ja immer, was die anderen sagen, auch ein Schuler dann, ja, wenn alle Bio machen, ja, dann geht der Preis auch hinunter. Das wird man sehen. Da ist eben die Frage wieder, die ich eingangs gesagt habe, die verschmutzungsorientierte Besteuerung von Produktionsmitteln. Warum ist denn das Konventionelle billiger? Weil ich eben, obwohl es Gift ist, obwohl ich mehr Diesel verbrauche in der Produktion von der vom Spritzmittel und von allem, ist es billiger. Also das heißt, es muss auch die Besteuerung sich ändern. Auch die menschliche Besteuerung. Warum wird immer die Arbeit besteuert? Und im Bio haben wir mehr Handarbeit. Und eine Maschine wird eben nicht besteuert oder der Verbrauch an Energie. Das sind die Gründe. Das gleiche Konzept kommt ja noch auch beim Verbrauch der Energie, beim Autofahren zum Beispiel. Von mir aus gesehen seien die Preise der Antriebsmittel, ob es jetzt Benzin oder Diesel oder was weiß ich, viel zu nieder. Natürlich. Weil das ist dadurch, dass es zu nieder ist, seien wir gewillt, weil ich eh billig kann ich leider fahren. Ja, genau. Je teurer das wäre, umso mehr täten wir sparen. Aber wo muss das herkommen? Wo muss das herkommen? Sie haben da sehr interessante Analyse, die, glaube ich, durchaus mehrheitsfähig ist. Wir sehen aber, dass das nicht passiert. Wer ist da säumig? Also sind wir da komplett anders als alle anderen? Seien wir ein Spiegelbild der Gesellschaft? Warum haben wir die Politik nicht, wenn wir sie wünschen? Ja, aber deshalb sage ich, wir müssen von der Basis her ausgehen. Mhm. Aber wenn wir von der Politik ausgehen, die Politiker, die
geben immer denen Recht, wo die Mehrheit ist. Also müssen ja wieder gewählt werden. Mhm. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Politiker will gewählt werden und deshalb, schau, was fragen die meisten und sage ich ja. Aber das ist noch, die Lebensrealitäten sind sehr komplex. Die Jugend und die jungen Familien und so weiter motivieren, informieren, obwohl halt viel Information herum ist, aber trotzdem viel mehr informieren von der Schule aus, von der Familie aus, dass welche großen Nachteile die Sachen sein, was sie angedeutet haben. Nein. Mhm. Aber für mich funktioniert politische Willensbildung schon auch von unten nach oben. Also deswegen gibt es ja eben auch eine grüne Partei oder eben Parteien, die sich eben ökologischere Steuergesetzgebung auch in ihrem Sinne richtig, wollen. Richtig. Deswegen, das muss man dann auch wählen, solche Parteien. Genau, muss man das wählen. Man muss es wählen und wählen. Wählen und wählen. Gut, auf jeden Fall. Ich wollte gleich sagen, das ist sehr interessant, was Sie gebracht haben. Bin Ihnen sehr dankbar. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es muss von der Basis nach oben gehen. Findet auch statt. Dann passiert oben auch etwas. Ja. Das findet ja auch statt, das passiert ja. Die Politik in Südtirol oder der Bauernbund ändert sich nicht wegen den paar Bauern, die Bio machen, sondern weil der Druck über Malz entstanden ist. Der Konsument. Und deshalb, das Malz war sicher sehr positiv. Epochal. Vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen die Apfellastigkeit auflösen, weil du hast ein anderes Produkt, wo du daheim bist und wo du dich auskennst, das ist der Wein. Und das bietet uns auch eine gute Gelegenheit, einmal zwei Landwirtschaftsprodukte auch, sagen wir mal, zu vergleichen. Nicht? Also es gibt einmal, meines Erachtens, ich hasse es jetzt einmal despektierlich, den dummen Apfel, wo der dumme Markt leider drei Sorten kennt, grün, gelb und rot. Und dann gibt es den Wein, der extrem heterogen ist und wo der Markt auch komplett anders ist. Du bewegst dich auf den beiden Märkten. Einmal muss man versuchen, ein möglichst standardisiertes Produkt auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite ein möglichst spezielles Produkt. Was ist da der besondere Reiz oder zerspreizelt dich das auch, die zwei Logiken in deinem Gut anzutreffen? Bist du manchmal hin und her gerissen zwischen den beiden Logiken? Durchaus. Also der Apfel ist für mich ein wirtschaftliches Produkt, was man eben so perfekt wie möglich machen muss, damit ein möglichst hoher wirtschaftlicher Ertrag daraus resultiert. Aber er hat für mich keine emotionalen Inhalte. Also ich sitze nicht am Abend und esse Äpfel. Ich habe heute einen Apfel gegessen, ja. Aber am Abend sitze ich und trinke Wein. Also das ist eben schon ein sehr großer Unterschied in der Herangehensweise. Also Wein ist ein durchaus emotionales Lebensmittel und wird als solches gekauft und verkauft und verbraucht und gebraucht. Also es und missbraucht auch. Absolut. Ist eine Droge. Deswegen der Wein ist einfach etwas, ist eben wirklich ein Lebensmittel im Sinne, dass es eben ja, vinum levat cor hominis. Also der Wein hebt das Menschenherz. Es ist eben eine angenehme Droge, die eben das Leben, ja, die auch die Sichtweise aufs Leben anders macht. Der Wein führt zum Philosophieren, eröffnet den Mund und das Herz. Es ist so, es ist ein anderes Produkt. Ein Apfel ist wirklich ein Nahrungsmittel. Und man isst ihn, weil es ihn eben hier gibt, weil wir darin gut sind und weil er gesund ist. Aber der Wein ist rein ernährungstechnisch nicht notwendig. Es gibt Menschen, die leben ohne Wein. Ich habe vier Kinder, eins davon trinkt keinen Wein. Ich staune immer wieder selber. Die anderen sagen schon, was ist mit der Theresa? Das ist das. Das ist der Verräter der Familie noch. Ein Fehler. Die ist dann 5 Kilo Äpfel am Tag hoffentlich. Also soweit ist es eben in einer Weinbauernfamilie. Also der Wein hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Über den Wein kann man tagelang und nächtelang philosophieren und reden und vergleichen und verkosten. Und den Wein aus Italien und aus Deutschland und aus Österreich und aus Chile und aus Russland und aus Georgien. Ich mache doch nicht eine Apfelverkostung mit Äpfeln aus diesen ganzen Geländern. Wird auch manchmal gemacht. Aber seltener ist auch nicht so habbar sozusagen. Also wir kriegen im Spätsommer kriegen wir mal Äpfel von der Südhalbkugel, aber mehr auch nicht. Der Wein steht überall immer im Regal. Der Wein ist auch ein ganz anderes Lebensmittel, der ist haltbar.
Ein Wein kann 10, 20, 50 Jahre alt werden. Das kann ein Apfel nicht, außer als Schnaps eben. Und das ist schon ein ganz anderes Produkt. Und das ist auch, was in meiner Lehrzeit entstanden ist. Ich habe ja nicht gewusst, in was ich da hineinfall, sozusagen, wie ich da in Durbach in der Ortenau angefangen habe. Oh, ich halt irgendwie Wein gemacht. Und dann hat man erst gemerkt, hoppala, das ist ja eine Welt, die auch sehr lustig ist. Und die Weinwelt ist sehr klein und die Weinwelt kennt sich. Und eben dieses dauernde sich aneinander messen und vergleichen und zählen und anschauen, das ist etwas sehr Spannendes und Lustiges. Es ist ja auch sehr schön, wenn man zum Beispiel an der Donau entlang fährt oder auch in anderen Gegenden, also vor allem im Rad, den wir gemacht haben. Ich bin aber auch schon an vielen Flüssen, ich war auch in Kreuznach, an der Nahe war ich auch schon dort und dann an der Mosel meine Radtouren gemacht. Wenn man in eine Weingegend kommt, ändert sich nicht leider die Landschaftstypologie, sondern auch die Alltagskultur. Man sieht wesentlich mehr Zeugnisse, sagen wir mal, entwickelter Architektur, auch schon in früheren Zeiten. Man sieht mehr Gestaltungsfreude bei den Menschen durch Mauern, durch Häuser, durch. Also man hat schon den Eindruck, dass der Wein auch bestimmte, erstens einmal alltagskulturelle Bedeutung hat, aber auch einen bestimmten Wohlstand gebracht hat dort, wo er war. Sowieso, ja, sowieso. Gerade in früheren Zeiten, wo der Transport vom Wein ja etwas sehr Schwieriges war. Heute können wir Wein aus der ganzen Welt kaufen, steht einfach im Regal, so wie alles andere auch. Aber früher war der Transport von Wein sehr schwierig. Und das heißt, wer Wein produziert hat, hat schon eine Art Monopol in der Hand gehabt, ein Monopolprodukt sozusagen. Also die deutschen Klöster haben ja deswegen auch in Südtirol diese Stiftungen gekriegt, von den Kaisern geschenkt, eben die ja heute noch existieren, Gries, Freising, Meran und ja, alles Mögliche. Es gibt ganz große Klosterhöfe noch in Südtirol. Das war also ein Kernprodukt der Lebensmitteltechnologie sozusagen, der Wein. Und wir als Familie Kripp eben haben ja auch alte Zollrechte gehabt und Weinrechte in Südtirol. Wir haben immer in Südtirol Weinhöfe gehabt, obwohl wir eine Nordtiroler Familie sind. Aber man hat eben in Germs haben wir einen Hof gehabt, oberhalb vom Grenzelhof, schon ab 1480. Die Brunnenburg haben wir gehabt, wo eben auch Weinbau ist. Und man hat diesen Wein eben nach Nordtirol bringen dürfen, wo man gewohnt hat, eben in Hall. Also das waren alte Privilegien und der Wein war ein Produkt, wirklich das, der Herrschaft ein wertiges, sozusagen. Ein wertiges Produkt. Der Bauer hat eigentlich ja nur den Lebs gekriegt, das die Südtiroler eben bis vor kurzem auch noch produziert haben. Also, dass man die ausgepresste Traubenmeische noch einmal mit Wasser vermengt und dann noch einmal presst. Und das hat der Bauer. Das habe ich bei meinem Onkel oft getrunken. Naja, ja, ist auch gut. Ja. Und das war wunderbar aus dem Fass. Oder wenn man da mal eine Flasche mitgenommen hat, den hat man weggeschüttet. Das war nicht trinkbar. Aber der Wein ist eben ein Produkt, das sehr viel Sorgfalt braucht. Wo braucht der Wein am meisten Sorgfalt? Man redet davon, von der Kellerarbeit. Das ist spannend, ist ja, dass man da ein Produkt vom Anfang bis zum Ende in der Hand hat. Manche liefern allein die Trauben ab und konzentrieren sich drauf. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn man jetzt, so wie du, die ganze Kette hat und danach noch den Verkauf sogar noch in die Hand nimmt vom eigenen Produkt, wo seien da die wichtigen Interventionspunkte, dass die Kette funktioniert? Also der gute Wein kommt aus dem guten Weinberg. Also das ist eine Erkenntnis, die ich wirklich hier in Südtirol erst mehr angeeignet habe, weil in der deutschen Ausbildung hat man noch damals gelernt, noch so ein bisschen aus den wilden 60er und 70er Jahren resultierend, dass der Kellermeister den Wein macht. Aber heute wissen wir, der Weinberg ist entscheidend. Also aus einer schlechten Traube kann ich nie einen guten Wein machen. Das heißt, wenn ich sauber arbeite. Weil genau, die Arbeit im Weinberg ist also die absolute Voraussetzung für einen guten Wein. Wenn der Weinberg nichts liefert, schlechte Qualität liefert, dann kann ich im Keller auch keinen guten Wein machen. Und diese Erkenntnis haben wir alle erst eigentlich neu wieder lernen müssen in der Weinwirtschaft. Also in den 60er, 70er Jahren haben schon viele auch gezaubert, gell? Also, was kann man zaubern beim Wein? Also man kann ihn anreichern mit Zucker sozusagen. Das ist ja in einem gewissen Grad noch auch erlaubt heute. Ein 1% darf man ja anreichern. Der Zucker muss es aber nicht tun. Ich mach's nicht. Auf die Gärung, oder? Genau, auf die Gärung. Dann kann man natürlich, man kann den Wein färben sozusagen. Es gibt Färbertrauben, die extra dafür gemacht sind. Die haben also nicht nur rote Schalen, sondern auch ein rotes Fleisch. Die werden produziert, diese Trauben, werden geerntet, werden zu Saft gepresst. Der Saft wird extrahiert, getrocknet und dann entsteht ein rotes Pulver. Und das ist Önin.
Und dieses Önin kann man als Pulver kaufen, das hat so eine rote Farbe und das kann man in den Wein hineinschütten, wenn man glaubt, der Wein hat zu wenig Farbe. Es gab auch Zeiten, wo das eine Standardbehandlung war für den Genossenschaftsfanatsch in Südtirol. Das hat einfach jeder getan. Es gibt auch heute noch ein paar, die es tun, aber wer eine Qualität macht, tut es einfach nicht. Das ist einfach sinnlos, weil er einfach das aus dem Wein... Eben, man merkt so einem Wein ja an, dass das ein konstruierter Wein ist. Also man kann Weine konzentrieren, man kann Weine zerlegen. Also ich kann Weine fraktionieren in ihre Bestandteile und nachher wieder zusammensetzen. Technisch geht viel, aber die großen guten Weine sind aus dem Weinberg, aus einem guten Weinberg. Bitte, bitte. Ich bin selber Biobauer, habe mit Wein wenig zu tun, mehr mit Äpfel, Gemüse, Sonderkulturen. Was ich halt auch wieder erstaunlich finde, und das ist ein Unterschied zum Apfel, wie es der Wein schafft, immer eigentlich am Ende des Jahres irgendwie positiv dazustehen. Nicht negativ gesagt, aber es ist so, der Wein schafft es viel mehr. Irgendwie, zum Beispiel, wenn viel Ertrag ist, heißt ja, mittelmäßig. Allgemein mittelmäßiger Qualität, die Menge ist gut. Andererseits, wenn extrem wenig Menge da ist, schafft es viel ist Marketing sicher auch, viel ist sicher auch, was stimmt. Und das ist eben das Problem, glaube ich, das Hauptproblem von Äpfel, dass er viel leichter austauschbar ist. Richtig. Weil er viel weniger Kriterien hat, ihn zu unterscheiden von anderen Produkten. Genau. Und das hat Südtirol wahrscheinlich früher hat sicher mehr Vorteile gehabt durch die klimatischen Gegebenheiten, die Südtirol hat. Mittlerweile, glaube ich, die neuen Sorten sind da eher kontraproduktiv für Südtirol, weil die jetzt farblich einer Bauebene fast die gleichen Eigenschaften haben wie in Südtirol. Bei Äpfel ist es halt mittlerweile so, dass mehr oder weniger die Farbe, die Größe, die Festigkeit zählt, die geschmacklichen Faktoren kaum eine Rolle spielen. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund dafür, wieso man vielleicht ein bisschen im Baumbund, meinen alten Arbeitgeber auch, ich habe als Berater mehrere Jahre beim Baumbund gearbeitet, ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass der Baumbund generell gegen Bio ist. Er ist sicher vorsichtig. Und das aber auch von mir aus ist der Grund, weil der Baumbund grundsätzlich will das Beste für die Mitglieder. Also wenn die Mitglieder positive Ergebnisse einfordern, ist im Baumbund sicher am liebsten. Aber von 0 auf 100 praktisch die Bioentwicklung voruntreiben, war von mir aus extrem kontraproduktiv. Ich bin selber Biobauer, aber ich sehe es, so momentan sehen wir es ja, jetzt auch 50% von Biomarkt, von den Äpfeln in Europa, ist jetzt schon aus Südtirol. Also wenn die Entwicklung extrem voranschreitet, wie es manche wünschen, sicher wünsche ich mir es auch, aber es ist wirtschaftlich was total kontraproduktiv, das jetzt in 10 Jahren komplett die ganze Äpfelwirtschaft umzustellen. Deswegen glaube ich, sollte das schrittweise erfolgen und das aber nicht. Ich glaube, es funktioniert nicht das Ganze, was ich jetzt auf konventionell ist, auf Bio umstellen. Es muss durch andere Kulturen erfolgen, es muss durch Diversifizierung und Landwirtschaft erfolgen. Monokulturthema haben wir noch gar nicht angesprochen. Nicht, so jetzt, wie es ist, auf Bio in 5 Jahren. Aber ich hätte eine Gegenfrage. Was passiert mit dem Preis von den Konventionellen, wenn der Biopreis unter Druck kommt? Also ich glaube, dass Bio vielleicht auch unter Druck kommt irgendwann einmal preislich, aber es ist konventionell schon weg von mir aus wegen, also von meiner Einschätzung her. Oder sind das zwei getrennte Märkte? Ja, aber Südtirol ist ein extremer spezieller Markt. Mhm. Wir reden da von Äpfel, das ist ein Luxusprodukt, ist scheinlich, wir haben es ja gehört, 10% von Südtiroler Äpfel europaweit werden in Südtirol produziert. Oh, mehr, nicht 11, 12? Nein, es werden weniger. Also Europa produziert ungefähr zwischen 10 und 12 Millionen Tonnen und Südtirol macht 1 Million Tonnen. Also bei 10 Millionen Tonnen Produktion sind wir 10%, bei 12 Millionen sind wir 8%. Aber der größte Produzent ist Polen mittlerweile mit 3,5 bis 4 Millionen Tonnen. Also das hat ja auch niemand geahnt vor 20 Jahren. Sozusagen aber das sind die Holländer, nicht? In Polen sind sehr viele Holländer. Das ist ja wurscht, aber nein, ich eben, Polen also, als Produktionsland, wer dann der Eigentümer ist, sind schon auch Polen. Nein, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Aber sozusagen, für mich ist dieser Ansatz, den Sie jetzt da sagen, jetzt hat schon einen Pferdefuß. Das heißt sozusagen,
der ist jetzt sozusagen auf den Produzenten, vom Produzenten her gesehen. Aber wenn ich jetzt den Konsumenten in die Hand nehme, dann würde ich ja sagen, mit was für einem Grund oder mit was für einer Berechtigung verdammt man die meisten Konsumenten noch weiter chemisch verseuchtes Lebensmittel zu essen, nur damit der Biomarkt funktioniert. Also deswegen, es geht schon über den Konsumenten. Der Konsument muss das selber fragen. Wenn der Konsument so viel fragt, dass Südtirol 50% Bio produzieren kann, dann soll es das machen. Der Bauernbund wird nie verordnen können, wie viel Bio gemacht wird, sondern eben nur, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass Bio machen einfach wirtschaftlich auch weiterhin interessanter bleibt. Und das heißt, dass das Konventionelle, was heute durch Verschmutzung der Ernte, der Erde billiger produzieren kann, wenn das gehemmt wird. Also oder dass die Kosten anders eingepreist werden. Natürlich, ganz genau. Wie beim Transport. Genau, oder diese Umweltkosten sollen erfasst werden und die muss dann der konventionelle Produzent tragen. Der konventionelle Produzent gibt heute 35 Cent aus für ein Kilo und kriegt vielleicht 40. Also hat eine Marge von 5 Cent, wenn er Glück hat. In vielen Jahren, in den letzten Jahren hat er nichts verdient, 2-3 Jahre lang. Und wenn dann noch vielleicht Umweltkosten ihm aufgedrängt werden, dann ist der Konventionelle irgendwann nicht mehr bereit, konventionell zu produzieren. So funktioniert der Markt. Das Journal Südtirol ist so klein und so wenig bedeutend, jetzt global gesehen, auch im Apfelsektor, wahrscheinlich in 10 Jahren, weil weltweit werden Äpfel überall angepflanzt. Das ist auch einer der Nachteile dieser Kultur, der eigentlich... Aber könnte es dann sein, dass wir jetzt höchste Zeit haben, da wieder einen Schritt nach vorne zu machen? Höchste Zeit, in der Landwirtschaftsentwicklung etwas zu machen, aber nicht Äpfel vom Bio von konventionell auf Bio umstellen, in 5 Jahren halt funktioniert. Okay. Nein, das wird ja auch nicht so schnell gehen. Das wird nicht so schnell gehen. Weil das ist ein Thema, was jetzt interessanterweise durch Sie eingebracht wird, was ich sehr gut finde, weil es kommt auch irgendwann einmal zur Sprache. Was machen wir mit den Entwicklungen in Richtung Monokultur? Nicht? Also was passiert da mit den Böden? Wir haben im letzten Jahr im März da in Alexander Agetle sitzen gehabt. Deswegen machen wir jetzt im März halt einen Bauern, im März der Bauer. Und der hat sehr drastisch formuliert, was auch mit den Böden passiert, beziehungsweise, dass die Leute nicht mehr den Boden in die Hand nehmen und dass da mit Monokultur natürlich Entwicklungen in Gang kommen, die also ganz und gar nicht förderlich sind für die Qualität der Böden. Ne? Und dass die Diversität, auch die mehrschichtige Nutzung von Böden wichtig wäre. Aber wenn ich natürlich sehr viel mit Chemie und so weiter arbeite, kann ich das ja nicht untereinander auf einer Fläche mehrere Kulturen pflegen. Das ist das, was mir am meisten ins Auge fällt als normaler Konsument. Ich mich mit dem Thema mal beschäftigt, bin bei Andreas Dickerstein gewesen und dann gesehen, was da alles auf einen, so einem halben Hektar wächst. Der hat da 20 oder 30 Kulturen dort, die er noch untereinander wechselt und im Winter lässt er sogar noch die Schafe durchgehen. Also das ist dann etwas, wo man versteht, wie viel Potenzial eigentlich im Boden steckt, das bei uns mit Apfelgrüppeln belegt wird. Also, da haben wir schon diskutiert und gestritten, dass leider so ein Astel ausschaut, so ein armer Krüppel, wo da 5 Äpfel dranhängen und die werden halt nachher abgeklaubt und das ist ja kein Baum mehr. Nicht? Also. Es ist sicherlich die Monokultur ein Problem. Auch in Südtirol ist ganz klar, auch in der Apfelwirtschaft haben wir eine Monokultur, die wir als Biobauern auf jeden Fall schon einmal durchbrechen, indem wir diese Hecken- und Mauernkulturen und sowas machen. Also auf der anderen Seite aber ist es schon auch schwierig von einem Bauer diese Diversität einfach so zu verlangen, weil schauen wir in andere Branchen hinein. Ich möchte den Arzt sehen, der sozusagen von der Gynäkologie über Kinderarzt, Zahnarzt, Halsarzt alles macht. Keiner macht das. Und auch wer immer einen Beruf ausübt, wird irgendwie in einem Sektor bleiben und nicht in dem Sektor Generalist sein sozusagen. Das ist schon eine hohe Kunst, weil auch das andere Produkt, was ich herstelle, ich habe 2 Produkte, Äpfel und Wein, beide müssen perfekt produziert werden, damit sie am Markt Erfolg haben. Würde ich jetzt noch ein drittes haben, was weiß ich, ein Vieh oder sowas, dann müsste ich das auch noch perfekt machen. Ich kann mir nicht leisten, in einem Sektor dann Fehler zu machen. Es hat zwar sicherlich auch Vorteile, so wie ich eben durch Äpfel und Wein 2 Standbeine habe und wenn eins in der Krise ist, steht man auf dem anderen, das hat sich auch so bewährt. Aber irgendwann ist die Diversifizierung auch sehr kompliziert. Und wenn das ein kleiner Betrieb macht, der eben, wie der Andreas, alles selber macht, dann ist das eine Sache. Aber wenn das jetzt ein größerer Betrieb macht, dann ist das irgendwann sehr schwierig, sozusagen. Oder eben der Nebenerwerbsbauer. Mhm.
Der Andreas Dickerstein ist ein Haupterwerbsbauer, aber ein Nebenerwerbsbauer, der da noch seine... Gut, der hat Tourismus da dort, ein paar Ferienwohnungen ja, und so. Aber das ist nicht so leicht, sich jetzt noch auf andere Produkte zu spezialisieren. Mhm. Auch da sind wir schon ein bisschen in einer Zwangslage, dass der Bauer nicht mehr einfach nur eben wie vor 50 Jahren wartet, dass die Natur ihm seine Ernte schenkt, sondern der muss eben auch richtig handeln. Mhm. Mhm. Vom Frühling bis zum Herbst. Erst wenn ich im Frühling einen Fehler mache, der zieht sich bis zum Herbst durch. Also es ist wahrscheinlich so, dass wir die Riesenmengen, die der Markt braucht, einfach nicht auf eine Bio-Qualität zum Beispiel schnell umschalten können. Nein, aber ich sage eben, da bleibe ich schon dabei. Das ist eine Frage der gerechten Besteuerung, der Taxierung der Umweltschädlichkeit sozusagen. Also die Umweltschäden, die ein Produktionsprozess verursacht, müssen von dem Produzenten bezahlt werden, so wie wir es bei der Brennerautobahn verlangen, dass der Lkw-Verkehr auch die Umweltschäden bezahlt eben. Mhm. Und dann regulieren sich auch Dinge marktmäßig. Mhm. Und dann wird die Bioproduktion auch zunehmen, bin ich überzeugt sozusagen. Ja. Was sagen Konsumenten? Bitte. Aber da möchtest du nur was so sagen? Entschuldigung, das habe ich du gesagt, aber du bist so gemütlich. Nein, das ist das Problem. Der Südtirol-Äpfel wird exportiert, er wird nicht in Südtirol konsumiert. Und wir, die Konsumenten in anderen Regionen der Welt, dicken, verstehen wir oft zu wenig, weil großer Teil geht ja nach Nordafrika. Vielleicht die Sensibilität für Bioprodukte und Beiden und so nicht unbedingt die größte sein muss. Und da sehe ich als Problem, dass wenn da jetzt der Preis, wenn jetzt Südtirol alles auf Bio umstellt, die Äpfel, und der Preis ist um 30 Cent teurer, dann werden sich die afrikanischen Einkäufer sagen, ja, dann haben wir sie halt aus Polen. Es ist ja absurd, ich halte es ja für absurd, dass wir in einem System leben, also man kommt ja immer wieder auf Grundsatzfragen, wo der Apfelbauer in Südtirol irgendwo, wo halt seine Arbeit macht, mit jedem anderen Apfelbauer in der Welt in Konkurrenz steht. Das ist eben das Hauptproblem von der Kultur. Im Prinzip ist es so, ja, dass es günstig ist, einen Container voll Äpfel in China zu kaufen und nach Bozen zu transportieren. Ist es so nicht. Also zu gewissen Zeiten zu produzieren und zu gewissen Marktlagen ist es so. Aber im Durchschnitt hat Europa schon hauptsächlich seine eigenen Äpfel. Also der Import aus Übersee nach Europa ist verschwindend. Das sind keine 5%, weil das eben doch teuer ist. Es kann in gewissen Marktlagen, wenn in Europa jetzt, also der europäische Apfelmarkt ist extrem mengensensibel, wenn 100% ist, dann ist der Preis für alle okay. Haben wir 105%, sinkt der Preis sofort auf minus 20, also auf 80 hinunter. Und haben wir eine Plusmenge, sinkt der Preis, und haben wir eine geringe Minusmenge, steigt der Preis sofort. Also er ist extrem sensibel. Bei Kartoffeln ist noch brutaler. Weil das eine riesige Menge von Grund in der Industrie verwendet wird. Das heißt, haben wir eine etwas zu niedrige Ernte, steigt der Preis stark und in den Jahren kommt dann mehr Überseeware. Da war mal vor ein paar Jahren der berühmte Container aus China. Mhm. Der günstiger war. Ja, aber China produziert 35 Millionen Tonnen, also dreimal so viel wie Europa. Mhm. Und das sind für den eigenen Markt dann. Die sind für den eigenen, sind ja auch mehr Menschen. Ja. Die müssen ja selber bestäuben mittlerweile. Sieht man, dass sie... Auch europäische Länder tendieren ja auch immer mehr zu regional, weniger jetzt Bio, wenn es regional und Bio ist, umso besser. Ja, Aber auch Deutschland, Österreich, die versuchen sich ja mehr oder weniger selbst zu versorgen und da wird Südtirol irgendwann einmal, oder hat es ja jetzt auch schon ein Problem, einfach Absatz. Und wo kann das hinführen? Was kann man da machen? Was war ein Gegenrezept? Eine langfristige, nicht überstürzte Entwicklung. Umstrukturierung der gesamten Landwirtschaft, speziell vom Apfelanbau. Was war so ein idealer Mix in 15 Jahren, in 20 Jahren? Riesig, in 50 Jahren sehe ich als verschiedene Betriebe in Südtirol. Und in welcher Weise? Betriebe, die überhaupt nicht mehr existieren. Sonderkulturen, wie es halt in anderen Regionen jetzt schon ist, mit so klein strukturierten Betrieben wie wir sein. Ich glaube, Südtirol hat lang oder profitiert ja allen noch von der klein strukturierten, aber genossenschaftlich organisierten Struktur. Wenn man das irgendwo anders erzählt, wo auch immer man ist, dass man mit 3 Hektar
fast eine Familie versorgen kann, sagt jeder, das gibt's nicht. Das ist, glaube ich, weltweit einzigartig, dass es so jetzt funktioniert. Aber durch die, ja, durch die ganzen Entwicklungen, glaube ich, ist das in 50 Jahren sicher noch mal möglich. Mhm. So, das heißt, die Betriebe werden größer und viele steigen aus? Oder wie soll das denn ablaufen? 50 Jahre. Ja, nein, ich sag mal, 50 Jahre ist man zu weit weg, aber so, wenn man sagt, was man in 15 bis 20 Jahren haben möchte, dann müsste man jetzt die Weichenstellungen treffen. Spezialisierte Betriebe, wenig vollspezialisierte und wenn spezialisierte Grasbetriebe. Mhm. Die Entwicklung findet jetzt auch schon statt, also die größeren Betriebe nehmen zu, ganz stark. Wie ich nach Pirtins gekommen bin, war ich mit 12 Hektar der größte Betrieb. Ich bin jetzt mit 12 Hektar vielleicht der fünftgrößte. Das heißt, es hören ganz viele kleine auf, die eben so 2-3 Fleckerln haben mit 1,2 Hektar insgesamt oder noch weniger zum Teil. Und die werden aufgepachtet von anderen. Also wir haben jetzt mehrere Betriebe in Pirtins, die 15, 18 Hektar groß sind. Mhm. Und das sehe ich, die Entwicklung. Also es wird, da bin ich jetzt eine andere Meinung, es wird größere Betriebe geben, die Vollarbeitskraftbetriebe sind mit Fremdangestellten und die 15, 20, vielleicht 25 Hektar groß sind, Pachtflächen natürlich, und die sich komplett spezialisieren und die dann auch auf Bio umstellen. Weil der Lohnbetrieb tut sich prinzipiell leichter auf Bio umzustellen als der kleine Bauer. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber genau der Bauer hat das Problem, dass er am Samstag und am Sonntag spritzen gehen muss. Und das geht ihm irgendwann auf die Nerven. Das tut er sich echt hart, am Ostersonntag spritzen gehen zu müssen. Der Lohnbetrieb kann da eine Rotation einführen. Er sagt, am Montag machst du, am Sonntag machst du, am Samstag machst du. Das ist sozusagen die Spritzarbeit. Und dann ist es leichter aufteilbar. Also das sehe ich. Und das sieht man auch in Südtirol. Die Großbetriebe haben umgestellt. Lageda, Manincor, das sind Riesenbetriebe, die auf Bio umgestellt haben. Weil dort geht das... Ist zwar auch ein technischer Aufwand, aber sie können es personalmäßig besser managen, weil sie diese Rotation hineinkriegen. Also der entscheidende Faktor ist tatsächlich, sagen wir mal, das unmittelbar schnelle Ausrücken, wenn die Notwendigkeit da ist. Ja. Wo sind da die Indikatoren? Was ist das? Temperatur, Niederschlag, Feuchtigkeit? Meteorologische Daten, also Temperatur und Niederschlag hauptsächlich. Jetzt war gerade eine Tagung über biologischen Weinbau in Schloss Rechtenthal und da hat die Frau Mattedi vom Institut in San Michele unten referiert, die versuchen jetzt also schon im Weinbau Spritzungen zu machen, wie im chemischen Bereich, dass man also nachträglich spritzen kann. Im Weinbau müssen wir hauptsächlich voraus spritzen. Wir haben kaum Mittel, die wir nachträglich spritzen können. Immer auf den Bioweinbau bezogen? Immer auf den Bioweinbau bezogen. Und die testen jetzt also biologische Spritzmittel, also Spritzungen aus, die sozusagen à la minute gehen, wirklich, wo man in den Regen oder eine halbe Stunde nach Regenende in die Anlage fährt und spritzt. Und das ist die größte Wirkung. Mhm. Das ist die beste Wirkung. Also auch im Sinne einer Spritzmittelmengenreduktion pro Hektar. Und das, denke ich, schaffen in Zukunft größere Betriebe leichter als kleine. Also das bin ich ganz überzeugt. Könnten es auch Kooperationen sein, dass sich 3-4 kleinere zusammenarbeiten? Das klappt nicht. Das haut nicht hin. Das muss unter einer Führung sein. Und das Zweite, weil du gefragt hast, wohin gehen wir? Ich denke, wir werden noch mehr Glashauskulturen haben. Also das sieht man ja rund um Bozen. Wer hätte sich das vorstellen können vor 40, 50 Jahren, dass dort mal Glashausbetriebe sind? Ein paar hat es immer gegeben. Aber jetzt ist, wenn man von oben auf Bozen hinunterschaut, sieht man schon sehr viele Glashausbetriebe. Das heißt, das ist nicht nur Lebensmittel, was da produziert wird, sondern Zierpflanzenbau eben. Das ist ein Markt. Das, denke ich, wird zunehmen. Andere Kulturen bin ich eher skeptisch, weil wir eben diesen hohen Spezialisierungsgrad im Obstbau, im Weinbau, im Apfelanbau haben. Wir sind ein Cluster in Südtirol vom Apfel über die Verarbeitung der Reste vom Apfel bis hin zum Papier für die Maschinen. Also wir können Apfel gut, wir sind gut. Deswegen sehe ich andere Kulturen schwierig. Kirsche ist extrem wetteranfällig, also ist sehr schwierig bei Regen, bei Frost. Marillen genauso. Sehe ich also eher nicht. Es wird verstärkt Nischen geben, wie eben im Oberfinchgau eben Käse, auch Getreide für Whiskyproduktion zum Beispiel oder solche Sachen. Das wird's geben. Oliven, Olivenöl machen ein paar Bozener Weinbaubetriebe, machen Olivenöl. Aber das werden immer ein paar wenige bleiben. Das wird nicht die Tendenz sein. Aber da ist Bio eindeutig im Vorteil.
wenn es darum geht, das Produkt ein bisschen aufzufächern, weil ich viel flexibler bin. Ich kann kein Gemüse in einen Apfelanlage hineintun, wenn ich sie konventionell bewirtschafte. Aber wenn ich Bio mache... Aber wenn ich jetzt bei mir, ich wüsste nicht, wo ich ein Gemüse pflanze, muss ich schon echt sagen. Also wir müssen schon auch oft durchfahren mit dem Traktor. Das sind so Sachen, die ich schon... Das geht, wenn eben der Bauer sagt, durch die Reihe fahre ich jetzt halt mal nicht durch und da lasse ich zwei Reihen Kobis wachsen. Aber also das sehe ich als spezialisierter Betrieb schon sehr, sehr schwer. Also ich sehe eher die Spezialisierung und die Vergrößerung der Betriebe. Also und ich sehe es an meinem eigenen Leib in Bad Schinz sozusagen, wo Pachtbetriebe, kleine Bauern, auf einmal von 4 Hektar auf 8, auf 10, auf 12, auf 18 Hektar wachsen. Das die sammeln in der, so in alle. In der Landwirtschaft sieht man es auch. Ja, im Oberfinchgau sind vielleicht einmal 10% der Bauern Milchbauern, wo früher, und wenn man das jetzt über 20 Jahre beobachtet, dann merkt man, dass die im Endeffekt bleiben ein paar Handvoll Bauern übrig, die dann wie verrückt mit Maschinen hin und her fahren und die eben deswegen auch die problematische Situation in der Obstwirtschaft sehen, weil sie die Pachtflächen nicht mehr kriegen, die sie brauchen, um mit ihrem Milchbetrieb über die Runden zu kommen. Es sind aber nicht mehr viele. Ich sehe es auch an den Genossenschaftszahlen, also praktisch die Mitglieder meiner Genossenschaft nehmen ab. Die Fläche bleibt aber immer gleich groß. Mhm. Und die Menge auch. Die Menge auch. Das heißt, der einzelne Betrieb wird durchschnittlich größer. Ja. Nochmal zurück zum Wein, weil ich glaube, was mich eigentlich interessiert, ich möchte beim Wein noch einen Augenblick einsteigen, weil mich noch immer wieder fasziniert, was es da für wahnsinnige Qualitätsunterschiede gibt. Also wir haben zuerst einmal jetzt gesagt, der Weinberg als solcher hat eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, die Arbeit im Weinberg ist für die fundamentale Arbeit und dann kommt die gute Traube die wird dann auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet. Wo sind die kritischen Faktoren bei der Verarbeitung? Gehen wir wieder mal auf Bio hauptsächlich. Ja, gut, die Kellerwirtschaft, möchte ich jetzt sagen, ist vom Bio zu Nicht-Bio, wenn man Qualitätsweingüter anschaut, nicht einmal so unterschiedlich. Also auch ein guter Kellermeister im konventionellen Bereich verwendet kaum Zusatzmittel. Also das will sich kaum jemand leisten. Also sozusagen im Keller sind wir eigentlich ziemlich ähnlich. Wir haben schon dann einige Dinge verboten, die im anderen erlaubt sind, aber ein guter Kellermeister, also ein Unterganzner oder sowas, der will auch von sich aus nicht jetzt da Zusatzmittel einsetzen, selbst wenn er es dürfte sozusagen. Die Kunst im Keller ist sicherlich eben, dass man dem Wein ein bisschen seinen Rhythmus lässt, dass man ihm Zeit lässt. Also für mich ist die Uhr sozusagen eine der wichtigsten Maschinen im Keller. Einfach mal warten, einfach zu warten, nicht hektisch arbeiten, einen Wein nicht zu oft behandeln, sondern lieber mal ruhen lassen. Er wird schon von selber werden. Das ist für mich die Kunst dann sozusagen, eben möglichst wenig Arbeitsgänge mit dem Wein machen, weil jeder Arbeitsgang entleert auch den Wein. Man verliert Kohlensäure, man verliert Aromen. Aromen sind ja flüchtig, deswegen riechen wir sie. Jedes Mal, wenn ich einen Wein pump, nimmt er an Qualität ab. Und deswegen, das ist die Kunst eben, zwischen wie viel Mal muss ich ihn unbedingt umpumpen oder filtrieren und wie viele kann ich weglassen von diesen Arbeitsgängen. Und wir sehen ja auch auf dem Markt immer mehr unfiltrierte Weine, wo das dann auch direkt angegeben wird am Etikett. Dann haben wir jetzt die Kellerarbeit gemacht und dann geht es noch an den Verkauf. Und das ist dann wiederum ein sehr heterogenes und interessantes Produkt, weil du einfach wesentlich mehr kulturelle Faktoren mitschwingen oder auch qualitative Faktoren als bei einem anderen Produkt. Das macht mich, für mich macht das in Wein sehr reizvoll. Ich trinke dann selber ganz gern, muss ich sagen, deinen Regent besonders gern. Nein, der Verkauf, der ist, was soll ich sagen, der ist gewachsen. Ich habe mir immer gesagt, ich muss im eigenen Dorf anfangen und habe einfach im Dorf alle Geschäfte und alle Hotels abgeklappert in den ersten Jahren und habe wirklich sozusagen im eigenen Dorf meinen Markt angefangen. Und dann so langsam auf Südtirol ausgeweitet. Jetzt bin ich in einer Situation, wo ich den Preis bestimmen kann. Das ist ein Vorteil, finde ich. Also die Weine sind so gefragt, dass man sich Preiserhöhungen leisten kann, auch immer wieder. Wir arbeiten in Italien eben mit einem guten Händler zusammen, der mit vielen kleinen Gütern arbeitet, der eben
das kennt die Situation eines kleinsten Betriebes. Also ich habe das Risiko einlässt, dass er mal nichts kriegt. Genau, dass er mal eine Sorte auch fertig ist. Also ich produziere 30.000 Flaschen und bin damit ein sehr kleiner Betrieb. Du hast einen sehr breiten Sortenspiegel. Ich habe viel zu viele Sorten. Ist halt so gewachsen. Die freien Weinbauern, wir sind 100 Weinbauern in Südtirol, die also als freie Weinbauern gelten, die also selber vermarkten. Und da ist die durchschnittliche Größe auch so ungefähr 20.000, 25.000 Flaschen. Also da bin ich so ungefähr drinnen in dem Mittelmaß. Und eben Italien ist ein Markt. Dann ist natürlich der Markt an der Haustür wichtig. Wir sind ein Tourismusland, wohl bekomm's. Der Tourist hat einen Kofferraum meistens, weil er eben doch noch mit dem Auto kommt und nimmt gern Souvenirs mit. Wein ist einfach ein klassisches Souvenir, was man mitnehmen kann. Es hält eben, ist ein Produkt. Kann man im Winter damit anknüpfen, man genau. Die schöne Wanderung an Wein. Kann man sich auch senden lassen. Auch das nimmt zu, dass Kunden sich Wein dann im Lauf des Winters von mir zuschicken lassen, in Deutschland vor allem. Und dann haben wir noch Märkte, ja, ein bisschen Dänemark, ein bisschen Schweden. Und seit jetzt über 10 Jahren sind wir in Japan. Das ist ein sehr interessanter Markt auch. Die Japaner sind wie die Italiener, also sehr verfressen, geben viel Geld für Lebensmittel aus, haben eine hohe Wertschätzung vor guten Lebensmitteln, vor schönen Lebensmitteln. Sie bewerten auch immer die Ästhetik eines Lebensmittels. Also ich habe in einem Kaufhaus, da gibt es so ein super Kaufhaus in Tokio, und da liegt eine Zuckermelone auf dem Regal. Ne? Die kostet umgerechnet ungefähr 120 Euro, eine Zuckermelone. Und dann habe ich meinen Begleiter also gefragt, warum die so viel kostet. Wie kann man für eine Zuckermelone, die ein Kilo wiegt, 120 Euro ausgeben? Sagt er, ja, aber schauen Sie an, wie perfekt die gewachsen ist, die Musterung und oben das Astel. Das ist einfach ästhetisch ein Traum, das müssen Sie doch sehen. So, Sie bewerten das so. Und dann gibt's Erdbeeren. Erdbeeren sind in einer so Pralinenschachtel mit einem Glas-Zellophan-Deckel. 12 Erdbeeren, 50 Euro. So, also die bewerten Ästhetik. Das ist unglaublich. Und das Gleiche eben auch bei Wein. Wenn die Flasche ästhetisch schön gemacht ist und gut ausschaut, dann wird das eben auch hoch bewertet. Und eben das Biologische ist auch ein ganz wichtiger Zugang eben. Und da habe ich eben den Zugang gefunden über so eine Einkaufsgenossenschaft, bei der ich eben gelistet bin. Und die schicken monatlich eben so einen Flyer hinaus an alle ihre 70.000 Mitglieder. Und da wird dann eben der Bio-Wein aus Italien. Aus Italien. Nein, Italien. Schon kompliziert genug zu sagen, wo Italien ist. Wo Italien liegt. Gibt's da neue, also ich glaube, natürlich ist es bei einem komplexeren Produkt, das mit Kultur, mit Eigenheiten, mit Identität zu tun hat. Also ein Wein hat eine Identität. Ja, durchaus. Ja. Ist eine Sorte, ist eine Lage, ist ja, ein Winzer, also ja. Das ist eine Identität. Ja, sind viele. Eben das ist das, da haben Sie schon recht, der Apfel ist eben wirklich ersetzbar. Ne? Wenn da kann man nicht sagen, woher ein Apfel kommt. Beim Wein ist doch eine fix am Produkt angebrachte Etikettierung. Es ist also der Produzent als erstes da, es ist die Sorte da, es ist der Staat da, wo er herkommt und so weiter, die Region. Es gibt eine komplexe Regelung schon seit Jahrhunderten im Prinzip. Also das ist hat weit in die Kultur. Es hat Krisensituationen gegeben, die zu spannenden Entwicklungen geführt haben. Wenn wir da an die 80er Jahre denken, Glykolskandal. Das hat ja einen riesen Schub für die Qualitätsweinproduktion. Sowieso. In Österreich hat das eben wirklich die Weinqualität da eben verbessert. Die Österreicher haben diesen Skandal wirklich genommen, um sich selbst am Schopf zu packen und sich selbst sozusagen neu zu formatieren. Und die haben aus ihrem billigen Doppler, den man ja früher in Österreich ausschließlich getrunken hat, wie jeder Student weiß, der in Wien war, ein Doppler mit 27 Schilling. Die haben sich gewandelt und jetzt kosten die Flaschen auf einmal 77 Schilling oder eben Euro. Und die haben was draus gemacht aus der Krise, ja. Hat da allgemein die Weinwirtschaft davon profitiert dann von dieser Entwicklung? In Österreich auf jeden Fall. Aber nehmen wir jetzt mal Europa her, profitieren wir da mit sozusagen als Südtiroler Weinproduzenten? Südtirol ist an diesem Skandal damals entlang geschrappt. Der österreichische Weinskandal ist ja nur ein Glykolskandal gewesen, war also nur eine Verbraucher, ein Betrug, mehr nicht. Gleichzeitig war in Italien ein Methanol-Skandal, der 2 Tote produziert hat, also ein echter Gesundheitsskandal. Und da ist Südtirol betroffen gewesen, weil Südtirol eben Italien ist. Also Südtirol ist unter die Klasse italienische Weine gefallen.
und hat unter dem italienischen Skandal gelitten. Südtirol hat sich auch ein bisschen an die Kandare genommen, ja, und da war das Positive wirklich, dass die Genossenschaften vor allem auf Qualität umgestiegen sind. Also das muss man ihnen wirklich zugute halten. Das ist ein im Verhältnis ja Clown. Es gibt ein paar Giganten im Weinbereich, nicht, die die Massenware machen, die dann auch die Skaleneffekte ausnutzen können. Und dann gibt es sehr viele mittlere, also ich glaube, unsere Großen sind bei den mittleren dabei. Ja, ja, die größte Genossenschaft in Südtirol macht vielleicht 2,5 Millionen Flaschen. Ganz Südtirol macht 35 Millionen Flaschen. Und dann haben wir in Neumarkt die Firma Schenk sitzen, die dort ihre Italien-Niederlassung hat. Und die füllt in Neumarkt am Bahnhof 50 Millionen Flaschen ab. Also nur da wird der Wein herumtransportiert, nach Südtirol transportiert zum Abfüllen. Und also wir haben das, die Transporte sind zu billig, offenkundig. Wenn die mehr in einer Anlage abfüllen in Auer, als das ganze Land produziert. Und mit dem haben sie überhaupt nichts zu tun. Aber Wein ist ein sehr geringer Hektarertrag. Verstehst du, beim Wein produzieren wir ja nur 5.000, 6.000 Liter pro Hektar oder 7.000 Liter. Bei den Äpfeln produzieren wir 50.000, 60.000, das Zehnfache. Das heißt, also das heißt, ein Tanklastzug Wein mit 25.000 Liter sind schon 35.000 Flaschen. Mhm. Das ist, Wein kann man recht effizient, Und das hat eine andere Wertigkeit. Flüssige Produkte sind sehr effizient in der Raumausnutzung und im Transport sozusagen. Okay, aber grundsätzlich, also die Südtiroler Weinwirtschaft steht eigentlich jetzt gut da. Momentan. Ja, wir stehen gut da, wir werden beneidet, wenn andere in der Welt unsere Traubenpreise hören, die die Genossenschaften den Bauern auszahlen, also 2 Euro plus, da wackeln die Ohren sozusagen. Wenn man in Deutschland schaut, was der durchschnittliche Traubenpreis ist, der vielleicht bei 50, 60, 70 Cent ist, und wir kriegen auch für den Fanatsch schon 1,50 Euro und bei den weißen Sorten 2,50 Euro, bei gewissen weißen Sorten wie Sauvignon oder Gewürztraminer auch 4 Euro pro Kilo. Und vorhin habe ich gesagt, der Bauer kriegt 40 Cent pro Kilo Äpfel, also der Traubenproduzent kriegt bis zu 10-mal so viel pro Kilo. Ne? Ja, allerdings sind die Erträge weniger. Hat auch 10-mal weniger. Man sieht ja, dass die, wenn ich mich erinnere, wir sind zufällig im gleichen Jahr geboren, aber wenn ich so vor 20 Jahren von Bozen nach Brixen gefahren bin, dann hat man viele Wiesen gesehen. Das Eisachtal ist voller Weinberge mittlerweile, jeder kleine Anger. Und das hängt damit zusammen wahrscheinlich, dass die einfach auch qualitativ hochwertig an der Grenze irgendwo einen guten Wein haben. Da hat sich Südtirol gefunden und sozusagen, das sind ja auch Leute, die nicht in Südtirol ausgebildet worden sind. Die meisten Südtiroler Kellermeister waren in Deutschland auf der Schule. Also die waren in Weinsberg oder in Veitshöchheim oder in Bad Kreuznach auf der Schule und haben eben eine super auch Ausbildung. Viel besser zum Teil wie die Obstbauern, ne? Weil sie eine höhere Ausbildung haben. Ist beim Wein der Unterschied? Also man muss sagen, beim Apfel kann man sagen, der schaut jetzt nicht so nett aus, ist aber Bio und die kaufen. Beim Wein setze ich aber voraus, dass er gut ist. Also da ist dann beim Wein ist Bio, das die Kaufentscheid, also Bio ist ja bei vielen, je ersetzbarer ein Produkt ist, umso mehr ist Bio kaufentscheidend. Also bei der Kartoffel ist Bio ein wesentlicher Kaufentscheid. Beim Apfel ist es schon etwas weniger, weil da ist eben auch Südtiroler Apfel oder Bodenseeapfel oder so, da gibt es noch so Unterschiede. Und je sophisticated, sozusagen, je spezialisierter ein Produkt wird, umso mehr sinkt Bio als Kaufentscheid. Also beim Wein ist immer noch das Erste, woher kommt er? Frankreich, Italien, Deutschland. Ist er weiß, ist er rot, ist er süß, ist er trocken? Und Bio steht beim Wein erst so bei 4, 5, 6 der Stelle. Während eben bei der Kartoffel ist es zum Teil an erster Stelle zum Kaufentscheid und beim Apfel an zweiter, ungefähr dritter. Das heißt, da gibt es schon wesentliche Unterschiede. Ja, der Wein hat andere Anforderungen zu erfüllen. Also der Bio-Wein muss mithalten, dem wird nichts verziehen. Sozusagen. Der Bio-Apfel darf einmal einen Fleckerl haben. Aber der Bio-Wein muss perfekt sein. Da gibt es keine Gnade. Wie groß ist der Unterschied oder der Sprung von der konventionellen Produktion im Weinberg zur Bioproduktion? Ist in der Obstwirtschaft der Sprung größer oder in der Weinwirtschaft? Du meinst in Kilo pro Hektar? Nein, nicht im Sinn von Ausbeute, sondern von Bearbeitungstechnik, von Aufwand, von Problemstellungen, von Risiken, die damit verbunden sind, für eventuell was den Ausfall betrifft oder so. Ich denke, dass der Biobauer im Weinbau
schon so viele präventive Maßnahmen setzt, dass er eigentlich fast weniger kurative Spritzungen nachher machen muss. Also sozusagen die Bewirtschaftungsform zwingt einen schon so anders zu arbeiten, dass man die klassischen Fehler wie eine zu dichte Laubwand, also Feuchtigkeitsbildung und so, einfach schon nicht mehr macht. Das machen die Konventionellen ja auch schon nicht mehr, weil sie eben auch schon gelernt haben aus den Fehlern. Aber sozusagen die Prävention ist im biologischen Weinbau so ein wichtiges Element, weil man ja diese Traube erhalten muss, dass man eigentlich im Endeffekt gar nicht einmal so viel mehr nachher Spritzarbeiten hat. Es sind vielleicht mehr Handarbeiten, ja. Aber die hat der gut arbeitende konventionelle Betrieb auch. Also ich würde sagen, da ist vielleicht 20% mehr Handarbeit. Es ist nicht so viel mehr. Also würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man zwischen Weinwirtschaft und Obstwirtschaft unterscheidet, wo ist der größere Aufwand in der für den Bauern im Weinbereich oder im Obstbereich? Also im Sinn von Einsatz von Betriebsmitteln oder auch von Arbeit. Wenn man das vergleicht mit einem potenziell ähnlichen Ertrag. Na, ist jetzt schwierig. Beim Apfel habe ich das zusätzliche Problem, dass der Apfel tatsächlich perfekt sein muss. Die Traube sozusagen muss zwar auch gesund sein, aber ich kann die Traube, da kann ich einmal eine faule Stelle wegschneiden. Ich kann beim Apfel nicht eine faule Stelle wegschneiden. Also insofern habe ich ein bisschen eine höhere Toleranz beim Wein sozusagen in Bezug auf Fehlern, die ich machen kann. Im Obstbau muss ich noch perfekter sein. Das heißt, dass ich entweder mehr Abfall habe, ich muss also mehr auf den Boden schmeißen, das passiert auch. Das heißt also von 100 Äpfeln kommen nur 80 in die Genossenschaft. Oder ich muss so viel arbeiten, dass alle 100 Äpfel wirklich perfekt sind und das bedeutet dann wirklich auch mehr Spritzeinsatz. Aber es hält sich ungefähr die Waage so in dem Sinne. Es ist schon überall, eben beim Apfel ist es ein relativ höherer Einsatz, weil ich einen geringeren Hektarertrag habe. Also ist der relative Einsatz pro Kilo höher. Und beim Weinbau würde ich sagen, sind die Kilomengen ungefähr die gleichen und ich habe etwas mehr Handarbeit, ja. Doch. Wo wird dein Betrieb in 10 Jahren stehen? Tja, das ist eine Frage. Das weiß ich nicht. In 10 Jahren wird er noch in meinen Händen stehen, aber ich weiß nicht, ob meine Kinder den Betrieb übernehmen oder nicht, oder wie das ist, die sind jetzt in ihren Ausbildungen. Ich denke, wir werden beim Wein auf jeden Fall bleiben, weil der Wein eine gewisse Marktkraft hat, also er erlaubt dem Betrieb Wertschöpfung auf den Hof zu holen, weil ich den Endverbraucherpreis kriege. Beim Apfel kriege ich ja nur 80 Cent und im Regal kostet es 3 €, also das ist ein Viertel des Regalpreises. Und beim Wein kriege ich halt für einen großen Teil der Flaschen den 100% Regalpreis. Also von dem her würde ich schon auch meinen Kindern empfehlen, den Weinbau zu belassen, weil er eben eine hohe Wertschöpfung garantiert. Die ganze Kette. Da, also die Wertschöpfung. Das heißt eben ein qualitativ hochwertiges, mit vielen Identitäten ausgestattetes Produkt, könnte, wo man die ganze Wertschöpfungskette in der Hand hat, ist überlebensfähiger als ein Produkt, wo ich eigentlich vom Markt abhängig bin. Also wenn die Einkäufer von Edeka, Fruchtkontor und von Tesco, wenn die sagen, wir kaufen jetzt einmal das Strim, was ich habe, wir kaufen mal ein Jahr keinen Obst oder zwei aus Südtirol, dann haben wir ein Problem, weil die können es irgendwo anders kaufen und der Konsument beim merkt Apfel, das nicht. Beim Apfel kann ich den Preis überhaupt nicht beeinflussen. Was die Genossenschaft mir auszahlt, weiß ich erst 365 Tage nach der Ernte. Also ich arbeite 365 Tage ins Blinde. Beim Wein kann ich das schon planen. Ich habe meine Preisliste und ich bin eben auch, Gott sei Dank, sind wir in Südtirol im Stand, die Preise auch alle zu erhöhen im Moment noch. Also ich kann meinen Markt selber machen und im Notfall kann ich mich ins Auto setzen und 500 Flaschen nach Mailand fahren zu jemandem. Also ich kann den Markt selber beeinflussen. Ist aber auch mit einem großen Aufwand verbunden, kann nicht jeder. Ja. Nicht jeder ist auch dazu prädestiniert, auf den Markt zu gehen. Man muss da ja auch dementsprechend, man sieht das ja auch bei den Bauernmärkten. Vor 20 Jahren haben wir in Brixen einen Bauernmarkt verlangt. Und dann hat es geheißen, haben die Bauern gesagt, wir haben nichts. Was willst du denn überhaupt? Nicht? Waren fast beleidigt, dass wir das verlangt haben oder dass wir es gerne gehabt hätten. Mittlerweile, wenn man dorthin geht, gibt es in 15 Jahren den Bauernmarkt dort, zuerst waren auch die Kaufleute dagegen und so weiter.
seien jetzt 15, 20 Familien, die was auf den Bauernmarkt gehen. Und wenn man durch die Gegend wandert, dann sieht der geht auf den Markt. Brauchen wir gleich rund um den Hof schauen, wie er einen Hof benannt hat. Nein, habe ich schon auch gemacht. Ich habe auch viele Bauernmärkte gemacht am Anfang, weil man halt da wirklich dem Kunden ins Gesicht schauen kann und eben wirklich man kann halt einfach etwas verkaufen. Wie viel Potenzial hat die Direktvermarktung? Bei uns, nehmen wir mal jetzt an, Südtirol selbst, 500.000 Leute plus nochmal, also wenn man die Übernachtungen umrechnet, dann haben wir ständig 800.000 Konsumenten. Wenn man die Gäste dazu rechnet. Nein, hat schon. Es wird ja auch ungefähr 60% vom Südtiroler Wein wird in Südtirol verkauft. 60%? Ja, sehr hoher Prozentsatz. Mhm. Weil wir haben die Hotellerie. Nein, bei den Äpfeln nicht. Ein winziger Prozentsatz. Aber sieht man eben auch, wenn man die zwei Kulturen vergleicht. Ne? Eben, und da spielt eben das Regionale ganz stark hinein. Der Wein ist eben typisch auf der Speisekarte oder auf der Weinkarte eben. Das ist ein Must sozusagen. Das muss ein Hotel den lokalen Wein haben heutzutage. Das hat sich eben auch Gott sei Dank geändert in dieser Hinsicht. Und wir verkaufen alle in Südtirol. Ich habe 6 Händler in Südtirol, die 40% von meiner Menge ungefähr nehmen. Mhm. Das ist wichtig. Das ist erheblich. Und solange der Tourismus gut geht, und es schaut so aus, als würde er gut weitergehen, wenn wir nicht jetzt alles zu gut, sollte man auch einfach also die Preise erhöhen. Am 14. April über den Obertourismus diskutieren wir da im Ost-West-Club. Aber da sage ich ja, ich habe heute gerade mit einem Hotelier auch geredet, dann sage ich, ja, geht's halt endlich hinauf, wir sind ja viel zu billig. In Südtirol kriegt man eine Übernachtung, eine Halbpension-Übernachtung für 60, 70 Euro. Da kriege ich in Deutschland manchmal am Land nur ein kleines Hotel mit Frühstück. Also wir sind wahnsinnig billig. Ich sage, ach, geht's rauf, dann bremst sie schon den Ansturm und dann habt ihr mehr Geld im Sack. Und das haben wir in der Weinwirtschaft eben geschafft. Wir haben wirklich geschafft, ein Produkt herzustellen, was gefragt ist und wo der Preis von uns bestimmt wird und nicht von anderen, muss man wirklich sagen. Möchte noch jemand das sagen? Weil wir kommen langsam zum Ende. Wir halten jetzt halt mal die famosen 2 Stunden, damit jeder weiß, wie er sich seinen Tag und seinen Abend einteilen kann. Machen wir es dann sehr spannend und man könnte ewig weiter diskutieren. Das scheint nicht der Fall zu sein und bedanke mich sehr herzlich bei Sigmund Grip für das sehr spannende und interessante Gespräch und möchte jetzt noch bitten, uns nochmal ein Schlusswort mitzugeben. Wir sind schon langsam zum Schluss gekommen und haben gefragt, wo dein Betrieb in 10 Jahren sein wird. Was haltest du für, wenn du jetzt morgen nach Bozen fahren müsstest und du solltest das Landwirtschaftsressort übernehmen, was würdest du in den ersten 100 Tagen machen? Was ich gesagt habe vorhin schon, also ich würde versuchen, sämtliche Förderungen, die in die Landwirtschaft gehen und von den 5.400 Millionen, die der Südtiroler Haushalt umfasst, gehen ja nur ungefähr 180 in die Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft ist kein großer Bereich, das sind 3,5% vom Landeshaushalt. Ich würde dieses Geld an Maßnahmen knüpfen, die ökologische Qualität fördern, einfach. Also Ökologie und Beitragsvergabe müssen gekoppelt sein, jungtimisiert sein. Das wäre mein Ansatz. Wir hätten da ja Möglichkeiten. Absolut. Wir haben diese 180 Millionen gehören uns sozusagen. Dann können wir machen, was wir wollen als Land Südtirol. Die Bioförderung, die wir kriegen, die kriegen wir ja von der EU. Also die 800 Euro pro Hektar als Biolandwirt kriegen wir von der EU. Auch die 500 fürs IB kriegen wir auch von der EU. Das hat nichts mit dem Südtiroler Haushalt zu tun. Tun sie zwar immer so, als wäre es ihr Geld, aber es ist es nicht. Vielen herzlichen Dank, Sigmund Grip. Alles Gute weiterhin und bitte um einen Applaus. Danke sehr fürs Kommen. Ja. Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, um nur abschließend was zu sagen. Also im April haben wir den Überraschungsgast angekündigt. Und der Überraschungsgast aus der internationalen Medienszene ist die Nina Horacek. Journalistin, Chefreporterin vom Falter in Wien und mit der werden wir uns unterhalten über Entwicklungen im Medienwesen, manipulative Ansätze, Fake News, alles was da eine Rolle spielt. Sie hat ein sehr spannendes Buch geschrieben über den Kanzler Kurz, Faktor K oder K und beschäftigt sich mit der neuen politischen Kultur in Österreich. Es wird sicher ein sehr spannender und interessanter Abend und ich möchte nur eine andere Ankündigung machen aus der Reihe Querdenken. Ist eine neue Initiative hervorgegangen, die jetzt im April startet, das ist die Schule des Wandels, weil wir gesagt haben, man kann nicht allein diskutieren, man muss auch was machen. Und eigentlich ist das die Idee entstanden, wie im letzten März der Alexander Agathle da gesessen ist
und gesagt hat, wir müssen wieder die Erde in die Hand nehmen und wir starten die Schule des Wandels mit einem sogenannten Basisseminar zum Thema Kompost. Der startet im April und da werden 3 aufeinanderfolgende Einheiten theoretischer Art sein, also immer an einem Montag oder an einem Dienstag von 6 bis 9 am Abend und ein 4. ein Praxistag oder ein Praxishalbtag auf dem Engelhof in Schleiß. Im Mai startet auch ein Basisseminar Boden. Da geht es um die Qualität vom Boden. Das wird mit Patrick Uccelli gemacht, Biobauer und Bodenexperte. Der macht auch die 3 theoretischen Einheiten. Und dann wird bei ihm unten am Ansitz Dornach in Salurn die Bodenqualität bewertet. Man spricht dort über den Boden, also in einem praktischen Ausflug, in einer Exkursion. Und als 3. Modul kommt im Mai auch ein Kurs Kräuter zum Würzen, zum Pflegen und zum Gesunderhalten mit der Hildegard Kreiter, auch in Form von einem Seminar, in dem Sinn, dass man an den 3 aufeinanderfolgenden Abenden, 3 Wochen hintereinander, sich mit verschiedenen Aspekten der Kräuter beschäftigt und dann im Juni, am 2. Juni, einen Ausflug in den Kräutergarten von der Frau Kreiter macht. Das sind jetzt die Initiativen für den Frühling und für den Herbst möchten wir die dann wiederholen und dann wieder neue Seminare dazu nehmen. Wir arbeiten da mit der Brunnenburg zusammen, wir arbeiten mit Verbänden und Organisationen zusammen, die sich jetzt langsam melden und wir möchten gern die Schnittstelle bespielen zwischen denen, die was können, die was wissen und zwischen denen, die was gern was wissen würden und die was davon hätten, wenn sie etwas könnten. Es wird im nächsten Jahr im Frühling Workshops geben, im Bereich Textilien, Spinnen, dass man wieder sich anknüpft an alte Techniken, die sollten wir nicht vergessen, um eben Initiativen zu unterstützen und meine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das ist die Aufgabe der Schule des Wandels. Wir machen nächste Woche eine Pressevorstellung. Die Seminare sind halt mit begrenzter Teilnehmerzahl. Die Anmeldungen laufen bereits. Wenn Sie ins Internet schauen unter Schule des Wandels, finden Sie dort einen Hinweis. Herzlichen Dank fürs Kommen. Mein Appell nur beim Aussiegen, da hinten steht der Kistel und da ist viel Luft drin und wenn ein bisschen weniger Luft drin war danach, war es angenehm für uns, weil dann hätten wir ein bisschen mehr Luft. Wir brauchen die Luft auch. Wir werden zwar gefördert von der Landesverwaltung und auch von dem Raiffeisenverband, das ist toll und wir können dadurch die Arbeit machen, aber kleine Finanzierungslücke haben wir noch und wenn Sie uns ein paar Euro da hinten einschmeißen, ist es ein gut investiertes Geld. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns dann hoffentlich im April wieder. Und wenn den einen oder anderen das Angebot der Schule des Wandels interessiert, wir haben noch keine Drucksachen, aber schau es ins Internet, einfach Schule des Wandels eingeben oder Uranium Iran, dann kommst du dorthin und dann seht ihr das Kursangebot für den Frühling, ganz ein kleines, und das soll in den nächsten Jahren stark ausgeweitet werden. Vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön. Applaus